So, meine Damen und Herren, im Rahmen der Medizinischen Gesellschaft Mainz und der Akademie für ärztliche Fortbildung lade ich Sie heute ein zu unserer ersten Veranstaltung im neuen Jahr. Es ist ja üblich, an Silvester etwas in die Zukunft zu schauen. Und so tun wir das heute auch mit der Medizin. Telos ist ja die Ferne. Wir schauen etwas in die Ferne, wie die Medizin sich entwickeln könnte unter den neuen Möglichkeiten, die uns die Technik bietet. Telemedizin ist umstritten, sie ist aber auch umkämpft, weil es natürlich auch finanzielle Mittel zu verteilen gibt. Ich habe gedacht, zur Einstimmung zunächst mal Ihnen eine kurze Sequenz von einem Vortrag, der vor kurzem bei uns war, darzustellen oder wieder zu wiederholen zu lassen. Sie wissen, dass wir unsere Aufzeichnungen über die Vorträge hier über unsere Internetseite oder die YouTube-Universitätsmedizin abrufen können. Professor Erdmann, der Kardiologe aus Köln, den Sie vielleicht dem Namen nach kennen, hat über die Zukunft der Medizin in Anbetracht des Fortschritts gesprochen und hat auch ein paar Worte zur Telemedizin gesagt. Und jetzt hoffen wir mal, dass das alles funktioniert, wie immer. Dann sollte man hier seinen Arzt oder Apotheker oder noch besser die internationale Literatur befragen. Wie ist es eigentlich mit Telemedizin? Sie wissen, ich komme aus Köln. In Köln gibt es kein Geld. Nordrhein-Westfalen war vor einem Jahr pleite und der Haushalt von Nordrhein-Westfalen galt als illegal und musste für ein Jahr zurückgenommen werden. Trotzdem wurden 10 Millionen Euro für die Telemedizin gegeben. Das kann ich mir vorstellen, man will die aufkommende Industrie ja ein bisschen unterstützen. Und unsere Ärztezeitung sagt Telemonitoring, ein Helfer für Arzt und Patient. Und dann erleichtert die Patientenüberwachung. Und dann wird diese nette Dame gezeigt, die hier ihr Tee trinkt und so nett in die Kamera guckt. Und hier sehen wir, was mit Telemedizin gemessen wurde bei ihr. Wenn Sie es nicht erkennen können, Ihr Gewicht gemessen. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Parameter, für den man braucht einen internetfähigen Computer, eine Waage, die nach Möglichkeit per WLAN das Gewicht an den Computer gibt. Und das wird wahrscheinlich zu dem Hausarzt weitergegeben. Und der Hausarzt weiß jetzt das Gewicht der Patientin und den Verlauf. Das ist aber noch komplizierter. Ich las ein bisschen weiter. Nicht an jedem Krankenbett in der Klinik kann ein Pfleger oder eine Krankenschwester sitzen. In der modernen Gesellschaft, was hat das mit modern zu tun, können diese Aufgaben vielmehr moderne Systeme zur Patientenüberwachung. Sie merken schon, was dahinter steckt. Dahinter steckt Sparwillen. Dahinter steckt ein großer Sparwillen, nicht mehr menschliche Betreuung, nicht mehr menschliche Überwachung eines Patienten und Beratung, sondern das kann doch die Telemedizin übernehmen. Das ist doch so viel moderner. Merken Sie, die Schindluder mit dem Wort modern. Viele von uns ja glauben ja noch, wenn modern da steht, ist das was Gutes. Und die Strategen die von der Waschmittelreklame, die dieses hier geschrieben haben in der ersten Zeitung, die haben genau gewusst, was sie machen. Und hier merken Sie auch gleich, wie es weitergeht. Abfrage über Mobilfunk, das kostet noch mehr. Und dann Schrittmacher meldet sich bei jeder Störung. Für manche Kardiologen ist Telemedizin Teil des Alters. Wenn Sie aber genau fragen, geht es in Wirklichkeit um die Finanz, die EBM-Ziffer und wie viele Punkte man dafür bekommt. Also mitnichten. Jetzt werden Sie denken, danke, okay. Ist gut, danke. Wir unterbrechen das hier. Es wird noch eine Studie gezeigt, die keinen Gewinn, sondern eher einen Nachteil für den Patienten gebracht hat. Aber das werden wir gleich diskutieren. Wir wollen heute nach dieser Einstimmung einen Blick auf die Telemedizin werfen, aus verschiedenen Blickwinkeln. Einmal aus der Technik, den technischen Möglichkeiten, die einfach enorm sind, aber auch aus der Weiterentwicklung. Professor Mildenberger ist da, der sich seit Jahren mit der Weiterentwicklung der Telemedizin beschäftigt und mit dem Blick einer, würde ich sagen, leidenschaftlichen Ärztin, die diese Telemedizin benutzt hat. Sie hat nicht ihre Tätigkeit ersetzt, die Telemedizin,
Biomedizin, sondern sie hat sie eingesetzt im Eis der Antarktis, wo wir vielleicht jetzt träumen bei unseren frühlingshaften Temperaturen. Das ist unser Rahmen heute und ich wollte nun zunächst Professor Brinkmann vorstellen. Er hat aus meiner Sicht, um das Wort nochmal zu gebrauchen, einen modernen Lebenslauf zwischen zwei alten, wichtigen mittelalterlichen Städten. Das eine ist Mainz, seine jetzige Tätigkeit, und Mainz war ja enorm wichtig im Mittelalter, wie Sie wissen, der Kurfürst war der Reichskanzler, war bei jeder Krönung dabei, hat da enorm mitgespielt. Aber eine andere wichtige Stadt war Paderborn, wo der Mittelpunkt des Lebens von Professor Brinkmann war. Sie wissen, auch dort hatte der Kaiser eine Pfalz. Und vor 800 haben sich der Kaiser und der Papst dort getroffen. Der Papst reiste nach Paderborn, nicht wie heute der Bundeskanzler oder der Präsident reist nach Bonn, nach Rom, sondern der Papst reiste nach Paderborn. Er suchte Schutz, aber er bekam dort dann die Zusage der Krönung in Rom. Und so ist es dann auch gekommen. 800 nach Christus wurde dann Karl der Große in Rom gekrönt. Viele lange Jahre immer noch in Rom. Und Sie wissen, dann später hat sich das in unsere Nähe verlagert. Mainz, Frankfurt, 200 Jahre lang war dann die Kaiserkrönung in Frankfurt unter Mitwirkung des Fürstbischofs aus Mainz. So viel zu den zwei Orten, die uns verbindet. Bin noch nicht ganz fertig. Denn es kommt ja noch der moderne Lebenslauf. Und das ist nun tatsächlich, da muss man sich diese Worte alle einprägen, denn sie gehen nicht so leicht von den Lippen. Denn zu meiner Zeit, als die Berufsentscheidung anstand, gab es alle diese Berufe nicht. Und so hat also Professor Brinkmann aus Gründen, die ich nicht weiß und die eigentlich interessant wären, Ingenieur Informatik studiert in Paderborn. Er hat das Studium abgeschlossen, hat ein Promotionsstudium gemacht, wurde Dr. Inge, blieb dann als Postdoc in Paderborn tätig am Institut für Elektrotechnik und hat dann sogar kurze Zeit ein Unternehmen geleitet. Also ein Industrieausflug, könnte man sagen. Aber irgendwas hat ihn an der Universität fasziniert. Auch das wäre interessant herauszufinden. Er wurde jedenfalls Juniorprofessor wieder in Paderborn, war dann zuständig für Hochleistungsrechnen. Auch das ist ja schon enorm, denn zu meiner Doktorarbeit, da gab es so kleine Rechenmaschinen, da musste man sich anmelden, dass man einen Platz kriegte und dann wurde es irgendwie gedreht und was weiß ich, in der Nacht dürfte man da rechnen. Und jetzt gibt es ein Hochleistungsrechnen und Virtualisierung. Und aufgrund seiner Expertise, nehme ich an, ist er 2011 nach Mainz berufen worden. Er ist Leiter des Zentrums für Datenverarbeitung der Universität und auch hier Professor. Und ich denke, prädestiniert uns nun über die technischen Möglichkeiten bei der Telemedizin zu berichten. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Ja, erstmal vielen Dank für die einführenden Worte, Herr Junginger. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich natürlich jetzt nichts Kritisches über die Modernität mehr sagen kann. Wollte ich aber auch gar nicht. Ich muss sagen, mir macht IT Spaß. IT ist sehr, sehr schnelllebig. Und IT lebt natürlich auch davon, dass man Dinge erstmal ausprobiert und auch wirklich nach der Methode des Fittest Survive arbeitet. Das heißt, als ITler würde ich sagen, lasst uns alle Telemedizin ausprobieren, lasst uns anschließend evaluieren, ob das für uns sinnvoll ist. Und wenn es für uns sinnvoll ist, dann sollte man das natürlich auch dauerhaft irgendwo integrieren. Ich kann als Nichtmediziner natürlich hier mir nicht anmaßen, dass ich in irgendeiner Art und Weise über den telemedizinischen Nutzen rede. Dementsprechend wollte ich mich so ein bisschen mehr auf die Technik konzentrieren. Und ich befürchte, dass ich zumindest eine ganz kurze oder etwas längere Definition geben muss, was nämlich unser Bundesministerium für Gesundheit überhaupt als Telemedizin definiert. Und demnach wäre die Telemedizin es, die es ermöglicht, unter Einsatz audiovisueller Kommunikationstechnologien trotz räumlicher Trennung Diagnostik, Konsultation und medizinische Notfalldienste anzubieten. In Zukunft soll Telemedizin vor allem für den ländlichen Raum ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung werden. Und das, wenn man es kritisch lesen möchte, ist natürlich gleich auch in einer Linie mit den Kritikpunkten aus Köln, nämlich in der Form, dass man versucht, den Ärztemangel, den man im ländlichen Raum hat, durch andere Formen, die hoffentlich aus Sicht des Bundesministeriums weniger kostenintensiv sind, dann auch auszugleichen und trotzdem eine gute und sehr gute Versorgung bieten zu können.
Technisch gesehen ist die Telemedizin ein Teilbereich der Telematik und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich hier stehen darf, weil Telematik ist einfach die Verbindung zwischen Telekommunikation und Informatik und natürlich kann Telemedizin ohne entsprechende Unterstützung dieser Technologien nicht funktionieren. Wo ich auf jeden Fall nicht drüber reden werde, auch nicht technisch reden werde, ist, dass selbst wenn alles funktioniert, leider in der Medizin auch vieles standardisiert werden muss. Das heißt, das, was eigentlich technisch möglich ist in der Medizin und in der IT, wird bei Ihnen vermutlich erst 10 Jahre später einhalten, als es technisch machbar wäre, weil zum einen natürlich die Sicherheit des Patienten das oberste Gebot sein muss, zum anderen aber auch diese vielen kleinen Systeme, über die Herr Mildenberg sicherlich gleich redet, miteinander auch arbeiten müssen. So, ich habe mir einfach mal 3 bis 4 Punkte rausgepickt, um überhaupt so ein bisschen das Spektrum zu zeigen. Was ist überhaupt Telemedizin und was kann man schon als Telemedizin beschreiben? Wir hatten dieses wunderbare Beispiel der Übermittlung des Gewichtes. Mein Gewicht ist manchmal schon durchaus kritisch, manchmal ist es auch nicht kritisch, das schwankt. Vermutlich würde das meinen Arzt sogar interessieren, dass er davon eine Aufzeichnung hätte. Aber ich habe es hier mal als sehr, sehr unkritisch angesehen, weil technologisch ist das natürlich gar kein Problem. Mein Gewicht, das sind ungefähr 3 Dezimalziffern, das können Sie in viel, viel weniger Bits speichern und das kriegen Sie in so wenig Informationen verpackt, dass die Kommunikation zwischen mir und meinem Arzt keine Zeit kostet. Das kostet auch kein Geld, man muss nur das Equipment haben, was dazu fähig ist. So ein bisschen kritischer wird das Ganze schon, wenn man in die Telepathologie geht. Pathologie ist klar, ich muss irgendwo Schnitte haben, ich brauche Gewebeschnitte und ich habe nicht an jedem Institut, an jeder Klinik ein entsprechend ausgebildetes Personal. Hier möchte ich natürlich genau wissen, wie sieht das aus? Ist das überhaupt der Schnitt, wie ich ihn auch sehen würde als Arzt, wenn ich vor Ort liege? Möchte ich vielleicht sogar teilweise noch Mikroskope steuern, die ich ein bisschen hin und her schiebe, um mehr Informationen zu bekommen? Das ist auch schon mal ein bisschen datenintensiver, aber eigentlich in den Räumen, wo wir hier leben, noch gar kein Problem. Auch technisch ist das etwas, das kann man sicherlich sehr, sehr schnell abhaken. Von den Standards her wird Herr Mildenberg vermutlich gleich etwas anderes erzählen. So, jetzt wird es ein bisschen kritischer. Wie sieht es mit der Teleneurologie aus? Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Schlaganfallpatienten und ich möchte bewerten können, wie es ihm geht, ob er auf einem guten Weg ist. Ich brauche da einfach eine Kommunikation mit meinem Gegenüber als Arzt oder als Patient muss ich eben in der Lage sein, auch das, was mich betrifft, meine Bewegungsfähigkeiten, meine generellen Fähigkeiten, auch entsprechend zu transferieren. Und da brauche ich schon auch höhere Bandbreitenanforderungen. Da muss ich nämlich wirklich in der Lage sein, hochauflösend Video zu senden, was für Sie hier in Mainz sicherlich kein Problem ist, wenn wir nach Ostdeutschland gehen, Mecklenburg-Vorpommern oder in meinen Heimatort auch, nicht Paderborn in diesem Fall, aber da ganz in der Nähe, da sind die Bandbreiten so gering, da brauchen Sie über eine Teleneurologie teilweise nicht nachdenken, das kann schon nicht funktionieren. Das ist übrigens einer der Punkte, wo wir drauf kommen. Wie sieht das überhaupt mit der Internetversorgung in diesen ländlichen Gebieten aus, wo ich die wenigen Ärzte habe? Ganz schlimm wird das bei Teleoperation, bis die Frau Stüwe zum ersten Mal in einem Vorgespräch mir erklärt hat, was sie da alles gemacht hat. Würde ich sagen, alles, was mit dem Wort Operation zu tun hat, sollte nichts mit Telemedizin sein. Das ist meine persönliche Angst als ITler, dass immer dann, wenn was schief gehen kann, auch typischerweise etwas schief geht. Das heißt, wenn Sie operieren, dann brauchen Sie eine echtzeitfähige und vor allen Dingen eine ausfallsichere Verbindung zwischen dem Arzt, der operiert, und demjenigen, der unterstützend tätig ist. Und wir glauben, dass wir unser Internet hier in Mainz für das Land, was wir auch betreiben, sehr gut im Griff haben. Und trotzdem kommt es zu Ausfällen. Und die Vorstellung, dass ich als Patient unter dem Messer von Frau Stüwe liege, während gerade das Internet ausfällt und sie einfach auf die Konsultation jemanden anderes angewiesen ist, die ist für mich nicht schön. Als Patient muss ich ganz ehrlich sagen, dass es funktioniert hat, das ist das gute Beispiel hier. Vielleicht haben Sie auch mal die Anekdote gehört. Ich konnte immer noch nicht belegen, ob sie stimmt oder nicht. Und zwar hat Anfang des Jahres 2000 ein ehemaliger Professor der Universität Mainz, Herr Bös war es, glaube ich, auch mal so etwas einem Symposium vorgetragen, wo 3 Seiten zusammengestellt wurden. Es war, glaube ich, der Da Vinci-Roboter, den er benutzt hat. Und genau in dieser Zeit, dieser Operation, fielen alle Leitungen aus. Herr Bös war natürlich in der Lage, als erfahrener Arzt die Operation erfolgreich zu Ende zu führen. Es war ja auch nur ein Schaulaufen, aber die Vorstellung, dass das in einem kritischen Zustand passiert, ist einfach dramatisch. So, was ist dementsprechend die Hauptproblemstellung, die ich vielleicht momentan noch sehe in der Telemedizin? Der Hauptzweig oder ein Hauptziel der Telemedizin ist es einfach, dass ich die Versorgung in strukturschwachen Regionen ermöglichen möchte.
Schade. Strukturschwache Regionen wie zum Beispiel Kambodscha, Brasilien oder auch Regionen in Deutschland, die nur noch ISDN-Leitungen haben, die haben meistens wenig Ärzte, die haben aber auch wenig Bandbreite. Das heißt, gerade in diesen Regionen fällt es mir schwer, Telemedizin bis zum letzten Punkt, bis wirklich zur Operation auch sinnvoll durchzuführen. Da gab es im letzten Jahr eine wunderbare Studie, und zwar, wo gibt es überhaupt Internet auf dieser Welt? Und zwar, das waren jetzt gute Hacker, auch wenn sie sich nicht kenntlich gemacht haben. Die haben insgesamt 400.000 Rechner und 400.000 Router auf dieser Welt befallen und von da mal geguckt, wen gibt es denn hier überhaupt? Wo ist irgendjemand tätig? Wo passiert etwas? Und wenn Sie sehen, Afrika ist schwarz. Südafrika ist nicht schwarz, aber Afrika ist schwarz. Der ganze Osten Russlands ist schwarz. Deutschland, auch der Osten Deutschlands ist nicht schwarz. Das ist schon mal gut, aber auch da, wenn Sie reinzoomen würden, finden Sie noch beliebig viele Lücken. Und eben all diese Entwicklungsländer, die man häufig auch in der Telemedizin findet, als wunderbare Beispiele, sind eigentlich erstmal gar nicht so gut geeignet dafür. Es wird noch schlimmer, und ich möchte nur ein bisschen vorbereiten auf den Vortrag, den Frau Stüwe gleich geben wird. Und zwar, was passiert denn, wenn man ganz weit draußen ist, wo es so etwas nicht gibt? Es gibt ja eigentlich Alternativen. Und zwar, jeder von Ihnen hat bestimmt schon mal von Satellitentelefonen gehört. Klingt auch erstmal gut. Ein Satellitentelefon sollte von jedem Punkt der Erde auch funktionieren. Das Einzige, was schade ist, die meisten Satellitentelefonen kommunizieren mit Satelliten, die über dem Äquator geostationär positioniert sind. Das heißt, sie sind in 36.000 Kilometer Höhe und von dort sind die in der Lage, einen großen Teil der Erde auch wirklich zu bestrahlen. Der einzigste Haken ist, wenn Sie dann jetzt irgendwo in den Bereich der Antarktis kommen, das heißt, Sie sind ein bisschen höher, trifft zum Glück nicht auf viele von uns zu, aber einige haben es erlebt, dann sind Sie nicht mehr in der Lage, eine direkte Line of Sight, nennt sich das, zu diesem Satelliten herzustellen. Weil Sie müssten so flach gucken bis zum Äquator, dass bis dahin garantiert ein Hindernis da ist und Wellen schon lange irgendwo absorbiert wurden. Das ist das erste Problem, das heißt, ich kann noch nicht alle Bereiche abdecken mit diesen geostationären Satelliten. Das Zweite, das ist aber etwas, was mir ein bisschen mehr Angst macht, und da hoffe ich auch gleich Informationen zu bekommen, ist die Verzögerung, die man dabei hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Roboter steuern möchte über ein Satellitentelefon und erstmal einmal in 36.000 Kilometer Höhe gehen muss, die Daten müssen wieder zurückgehen, dann sind sie erst bei meinem Co-Arzt und anschließend muss ich das Ganze wieder zurücksenden. Das sind dann insgesamt irgendwie etwas wie 144.000 Kilometer, die Sie dann mit Ihrem Lichtstrahl vollzogen haben. Und das dauert auch eine halbe Sekunde. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor als Arzt, Sie machen etwas, dann warten Sie eine halbe Sekunde, ob das Ganze funktioniert hat, und dann schneiden Sie ein bisschen weiter. Und dann schneiden Sie wieder nach einer halben Sekunde. Das mag funktionieren, aber bedarf schon wirklich sehr, sehr großer Disziplin, damit man das Ganze auch in endlicher Zeit noch durchführen kann. Das heißt, es gibt auch mit diesen Satellitenkommunikationen eine Reihe von Problemen. Ein Problem hat sich zum Glück, hier habe ich es nochmal gezeigt, Entschuldigung, die Folie werde ich ganz kurz auch nochmal erläutern. Hier sieht man nämlich genau, was passiert mit der Ausleuchtung dieser geostationären Satelliten. Typischerweise sind die entsprechend dieser roten Linie, das heißt, sie sind in 36.000 Kilometer Höhe. Und wenn sie nun direkt auf dem Äquator liegen, dann haben sie die Möglichkeit, dass sie eigentlich auch aus einem Brunnenschacht direkt nach oben kommen und eine Sichtverbindung zu ihrem Satelliten haben. Wenn Sie schon in Europa sind und in einem tiefen Brunnen sind und nach oben gucken, dann ist da der Satellit nicht mehr über Ihnen, sondern da müssen Sie schon ein bisschen schräger gucken, bis Sie wirklich am Äquator angelangt sind. Was dann ganz dramatisch wird, ist, wenn man dann in die Polregionen kommt, dann müsste man so flach auf den Satelliten gucken, dass man keinerlei Möglichkeit mehr hat, den Satelliten überhaupt zu sehen. So, glücklicherweise habe ich letzte Woche ein Science-Fiction-Buch gelesen und im Science-Fiction-Buch stand, dass man doch auch Polarorbite machen kann. Das heißt, man muss ja gar nicht unbedingt um den Äquator drumherum schwirren, sondern man kann ja theoretisch auch einfach immer mit seinem Satelliten einen Kreis um den Pol machen. Das hat sich Motorola auch gedacht und die haben dann irgendwann Mitte der 80er Jahre mal insgesamt über 70 Satelliten in so eine Polarumlaufbahn gesendet. Und die haben natürlich jetzt auf einmal die Möglichkeit, auch die Polarregion abzudecken. Das dauert ungefähr 100 Minuten, bis so ein Satellit rum ist. Und ein Unterschied natürlich zu den geostationären Satelliten ist, Sie müssen innerhalb dieser 100 Minuten immer wieder zwischen den Satelliten wechseln. Das heißt, Sie haben eine Verbindung zu einem Satelliten, der wandert dann weiter, der nächste Satellit kommt, der nächste Satellit kommt. Aber das funktioniert, das kann man auch als sehr, sehr positiv ansehen. Hier sehen Sie das nämlich genau. Die Ausleuchtung ist umso roter, umso schöner. Und hier haben Sie schon mal auf jeden Fall die Möglichkeit, dass in den Polargebieten auf einmal zu eigentlich jeder Tageszeit eine optimale Abdeckung haben.
So, was haben wir jetzt in der kurzen Einführung gelernt? Ich habe eigentlich aus technologischer Sicht fast keine Probleme mit der Telemedizin. Ich habe eigentlich viel mehr Probleme damit, dass mir erstens typischerweise mein Arzt fehlt, bei dem ich mich ausholen kann. Das ist aber etwas, das werde ich vielleicht lernen mit dem Monitor. Ich habe ein bisschen Probleme damit, dass ich bei technischen Geräten prinzipiell immer Angst habe, dass es ausfallen kann, weil ich weiß leider manchmal, wer die gebaut hat. Und speziell meine Studenten, die teilweise vielleicht nicht perfekt waren, die sind häufig in sicherheitskritischen Bereichen anschließend gelandet, wie Kernkraftwerk oder Airbusbau. Und ich weiß, dass man einfach Pech haben kann. Es kann einfach Pech sein, dass gerade ein Bagger kommt und Ihnen Ihre Leitung kaputt haut und dann bringt auch alle Vorbereitung der Welt nichts, wo Sie keine Daten senden können, können Sie auch keine sinnvollen Ergebnisse mit der Telemedizin bekommen. Das sind so ein bisschen meine Fragestellungen, die muss man natürlich immer dann abwägen gegenüber den Vorteilen, die man haben kann. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ganz, ganz viel über die Vorteile hören. Ich darf als erstes Herrn Mildenberger begrüßen. Ich vermute, dass viele von Ihnen Herrn Mildenberger auch schon kennen. Er ist ja schon einige Zeit hier wirklich dann auch in Mainz tätig. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, dass er auch in den relevanten, für die Telemedizinbereichen relevanten Gegenden gearbeitet hat. Zum einen hat er sich viel um Standardisierung gekümmert. Ich glaube, Sie waren auch sehr involviert im DICOM-Standard und sind auch noch involviert im DICOM-Standard, wo es einfach darum geht, wie kann ich sicherstellen, dass ich die Daten auch von jedem Rechnerseite richtig interpretiere, dass der Arzt auch ein Bild bekommt von mir, mit dem er etwas anfangen kann. Er ist in verschiedenen Telemedizinprojekten gewesen, unter anderem im Telemonitoring bei Herzinsuffizienz. Das ist ein Thema, bei dem ich immer als Nichtmediziner fast allergisch reagiere, aber das ist ein persönliches Problem. Und ich freue mich einfach auf seinen Vortrag nun über die Möglichkeiten der Telemedizin. Ja. Ja, Professor Jünger, Professor Brinkmann, vielen Dank für die Einführung. Im Prinzip muss man ja vor Vorträgen heute immer eine Erklärung machen, ob irgendwelche geschäftlichen Verflechtungen bestehen. Also Disclaimer heißt das Neudeutsch, habe ich nicht. Also alles, was Sie hier sehen, ist teilweise ernst zu nehmen. Auch wenn Sie nachher vielleicht sagen, der Vortrag war nicht an allen Stellen seriös, dann ist das durchaus so gewollt. Und Sie sehen, ich fange auch nicht mit der ersten Titelfolie an, das ist auch ungewöhnlich, sondern Sie merken, unser Vorsitzender hat einfach ein Gespür für die Zeit. Die FAZ hat vor 2 Tagen getitelt, die Show hat fast begonnen. Und die größte Consumer-Elektronikmesse findet gerade zeitgleich in den USA statt. Und was ist dort im Angebot? Eine Uhr für Demenzkranke. Jetzt können Sie sagen, Amis, weit gefehlt. Das ist ein Schweizer Anbieter. An der Vorwahl hätten Sie es schon sehen können, die auch noch einen Preis dafür bekommen haben. Wenn es interessiert, 600 Euro inklusive ein Jahr Follow-up. Und dann wissen Sie, wo die Person, die die Uhr trägt, irgendwo in der Welt unterwegs ist und man geht halt nicht verloren. Wenn Sie sich mehr für Ihre eigenen Sachen interessieren, da gibt es eine Wellness-Watch, ist auch ein bisschen günstiger, 320 Euro, die Schritte zählen kann und Herzfrequenz. Also eigentlich bin ich Radiologe und warum Herr Junge mich jetzt eingeladen hat, das weiß ich nicht so ganz, weil Teleradiologie ist ja nur ein Teilgebiet. Deshalb musste ich mich doch mit dem einen oder anderen beschäftigen. Vielleicht lag es daran, dass er meint, ich bin so viel unterwegs und ich hätte bestimmt mit Flug- und Telemedizin im Flugzeug zu tun. Und in der Tat, wenn man bei der Lufthansa nachguckt, ich war Gott sei Dank noch nicht in der Lage, da reingucken zu müssen live, dann hat die Lufthansa 3000 Notfälle bei ihren Flügen pro Jahr, bei 80 Millionen Passagieren. Und in immerhin 6% wird ein Defibrillator eingesetzt. Es wären 180 Leute, das hieße, jeden zweiten Tag irgendwo in der Welt ist in einem Lufthansa-Flugzeug ein Defi im Einsatz. Fand ich beeindruckend. Für die Gynäkologen unter uns eine Geburt im Jahr in einem Flugzeug der Lufthansa soll es angeblich auch geben. Aber über was reden wir eigentlich? Alter Kaffee. Alles schon vor 90 Jahren vorausgesehen worden, wenn Sie genau hingucken. Videoverbindung, Audioverbindung, grafische Verbindung. Und in der Tat, der Erfinder, so wird kolportiert, des EKGs hat per Telefon aus dem Krankenhaus in sein Labor schon um 1906 die Daten übertragen, um dort EKGs auswerten zu können. Herr Eindhoven muss das wohl gewesen sein. Also alles alt. Und auch natürlich bei den Radiologen. Da gibt es eine Publikation, also praktische Realität innerhalb kurzer Zeit.
Wer hat schon mal seine Bilder digital übertragen bekommen oder sich über CDs geärgert? Ich frage besser nicht konkret. Diese Publikation 1959. So geht das weiter. Und die Definition, die hatten wir schon. Und wenn Sie jetzt gucken, was ist auf europäischer Ebene, da geht es nicht um uns Ärzte, da geht es darum, dass jetzt ein anderer im Fahrersitz Position bezieht. Das ist ja auch dann die Diskussion Kunden oder Patienten. Und die Definition können wir uns sparen. Sie werden vielleicht ab und zu den Begriff E-Health schon gehört haben. Das ist eher ein Überbegriff, der auch noch andere Aspekte beinhaltet. Ich werde da kurz nachher nochmal drauf eingehen. Es gibt eine ganze Menge von Fachrichtungen, die sich mit Tele- und E-Health-Anwendungen beschäftigt haben. Vor kurzem gab es auch eine Veranstaltung zu telemedizinischen oder E-Health-Anwendungen in der Rehabilitation. Ich werde jetzt im Folgenden Verschiedenes herausgreifen. Und die Kardiologie ist ja schon hier in der Einführung genannt worden. Das ist vielleicht einer der Schwerpunkte. Ich will Sie nicht nur mit Radiologie hier beschäftigen. Und die Frage ist natürlich, warum will man überhaupt Telemedizin betreiben? Und in der Tat, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, Kostenersparnis ist ein Punkt dabei. Natürlich gibt es auch die Option und die Hoffnung, dass Vorteile dabei sind. Wir wissen alle, Papierkrankenakten, die durch die Welt wandern, die haben die Tendenz verloren zu gehen. Also wir wissen das aus der Radiologie. Früher, als wir unsere Bilder noch auf Film hatten, sie waren ja grundsätzlich zu dem Zeitpunkt, wenn Professor Junginger operieren musste, nicht im OP, sondern irgendwo verschwunden. Meistens war es ein bösartiger radiologischer Oberarzt, der die für Publikationen sichergestellt hat. Es gab Patienten, die man dann wiederholt untersucht hat. Das ist im Zeitalter der Digitalisierung komplett verloren gegangen. Deswegen wird kein Patient mehr neu untersucht. Aber wenn die Patienten sich zwischen Krankenhäusern oder zwischen einer Praxis und dem Krankenhaus oder zurück bewegen, dann haben sie halt, neudeutsch würde man sagen, oder modern, den Medienbruch. Und dann gibt's die CD oder wieder irgendwas anderes. Das alles sind Hindernisse, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß und modern sind, wie wir meinen. In der Tat gibt es natürlich für einige Bereiche, das ist sicherlich hier nicht ausschließend oder ausschließlich, nicht genügend Ärzte. Und man braucht Expertise. Das gilt auch innerhalb der Fächer. Wir kennen das ja bei den Pathologen, die setzen ja sehr häufig Zweitmeinungen von Kollegen aus anderen Instituten ein, um Second Opinion, wie das neudeutsch heißt, einzuholen. Und natürlich Telemonitoring. Und Telemonitoring ist ganz klar eine Domäne in der Kardiologie. Gewicht war schon genannt, Herzfrequenz, Schrittmacherüberwachung. Das sind ganz unterschiedliche Aspekte. Man will den Patienten im häuslichen Umfeld unterstützen, ergänzen zur Präsenzmedizin, in der Hoffnung, dass man halt ungewünschte Effekte früher erkennen kann, die Herzinsuffizienz früher erkennen kann oder Schrittmacherversagen und somit die Rehospitalisierungsrate vor allem reduzieren kann. Dahinter stecken natürlich auch wieder die Kosten. Es gibt etliche Studien im Bereich der Kardiologie zu diesen Fragen, die in der Tat dieses und jenes dann zeigen. Man kann im Internet ja alles Mögliche finden, auch fachliche Informationen, wie man glaubt, zu diesen Fragen. Und ich habe jetzt einen netten Herrn hier abgebildet, der dann, da ist dann so eine Krankengeschichte, wir würden sagen, ein Fallbericht aufgeführt, wo gezeigt wird, dass durch die telemedizinische Betreuung die Medikation dann gesteuert wurde und das Gewicht dann innerhalb von ein paar Stunden wieder durch die Ausscheidung reguliert war und dass die Herzinsuffizienz vermieden werden konnte und der Patient zu Hause bleiben konnte. Und wenn Sie dann hingucken, dann wissen Sie natürlich, wo kommt das her. Und das sind halt Firmen, die diese Geräte entwickeln. Die verkaufen Ihnen dann auch die ganze Plattform. Da gibt es dann das, was für den Patienten relevant ist, die ganzen Messgeräte. Und es gibt ein telemedizinisches Service Center, wo die Daten auflaufen und irgendwo sind dann auch noch die Hausärzte und vielleicht die Kliniken integriert und gegebenenfalls wird auch gleich der Notarzt losgeschickt. Da sind ganz sicher Möglichkeiten zur Verbesserung der medizinischen Versorgung dabei, aber man darf schon fragen, wem nützt es? Das geht noch weiter. Sie können auch Blutwerte zu Hause untersuchen lassen. Das ist so ein Peptid, was wohl als Indikator für die Herzinsuffizienz genutzt werden kann. 12 Mikroliter Blut braucht man dafür.
Oder Kardiologen sind ja Macher, die müssen ja immer vorwärts treiben und Gewicht messen, das haben wir ja schon vorhin gelernt, das reicht nicht. Man plädiert für invasive Systeme, die dann im Vorhof platziert werden können und den Vorhofdruck messen und dann per iPhone oder sonst irgendeinem Smartphone diesem telemedizinischen Center melden können, was so abläuft. Alles Entwicklungen, die in der Welt sind, die genutzt werden können. Es gibt natürlich auch Studien, die sich gefragt haben oder wo gefragt wurde, ist es denn akzeptiert? Das ist in Deutschland, das ist eine Studie aus Aachen, die dann zeigen konnten, dass gerade so die Professionals, also das meint Ärzte, dem Ganzen doch nicht so ganz trauen, dass man Bedenken wegen Datenschutz hat. Wir leben in Deutschland, das muss so sein. Und die Vorteile will man vielleicht nicht unbedingt so dagegen wägen. Und dass man vor allem auch bei geringer Technologieaffinität, da stecken auch wieder die Ärzte dahinter, Zurückhaltung übt. Wenn man also die Studienlage sich anschaut, die ist in der Tat indifferent. Ich werde gleich noch dann hier die Beispiele nennen. Es gibt Studien, die zeigen, dass eine Reduzierung der Rehospitalisierungsrate möglich ist. Und es gibt Studien, die das nicht bestätigen können, wo man dann Subgruppenanalysen braucht, um das zu zeigen. Also es scheint sehr noch im Fluss zu sein. Und man darf wahrscheinlich dann auch nochmal immer im Hintergrund gucken, wer ist der Finanzier einer Studie, welche Interessen stecken dahinter. Also das ist, denke ich, auch innerhalb der Kardiologie noch im Fluss und in der Diskussion. Andere Bereiche der Kardiologie, der inneren Medizin sind da auch aktiv. Die Pneumologen, natürlich die Endokrinologen. Man kann zeigen, dass man halt den HbA1c-Wert messen kann und dann das besser eingestellt ist. Schön. Als Radiologen würden wir gefragt, was ist das Outcome? Man kann das Adipositas-Management betreiben, man kann die Antikoagulation überwachen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das sinnvoll ist. Und auch in Rheinland-Pfalz gibt es Entwicklungen. Es ist ja nicht nur so, dass Nordrhein-Westfalen und Bayern modern sind, sondern wir können in Rheinland-Pfalz auch hier auf die Unterstützung der Politik durchaus zählen. Sozialministerium und Wirtschaftsministerium haben eine gemeinsame Initiative, Gesundheitsinitiative Rheinland-Pfalz, die sinnvolle Projekte fördert. Das ist jetzt nicht so ein rein telemedizinisches, aber sie zeigt schon, wie viele Beteiligte sind dabei, die sich in so einem Projekt verständigen müssen. Ein Beispiel für die Anwendung in der Augenheilkunde, die Anknüpfung an die Endokrinologie, da geht es um die Folgen am Auge, dass man halt durch ein Screening die Erblindung in einem hohen Prozentsatz wohl vermeiden kann. Aber auch in den USA, das Spiegeln des Augenhintergrundes nicht durchgängig suffizient erfolgt. Und dass man durch den Einsatz und Einbindung der praktischen Ärzte da von 30 auf über 60% Beteiligung kommen kann. Das gibt es auch als Projekt in Bayern zum Beispiel. Da gibt es so einen Telemedizinverbund Tempis und da ist Augenspiegelung. In Erlangen ist das ein Zentrum, auch ein Thema. Neurologie. In Rheinland-Pfalz gibt es auch im Rahmen dieser Gesundheitsinitiative ein Projekt, wo man dann telemedizinisch Video-Monitoring von Patienten gemacht hat. Innerhalb von 30 Tagen wurden da wohl 120 Visiten per Videokonferenz mit den Patienten im häuslichen Umfeld gemacht, um zu schauen, wie ist die Einstellung der Parkinson-Medikation, wie ist die Bewegung. Und man kann dann im häuslichen Umfeld das optimieren, weil das offensichtlich dann ja andere Bedingungen sind als in der Praxis. Eine Anwendung, viel interessanter und relevanter ist natürlich die Frage beim Schlaganfall. Wir wissen mehr oder weniger alle, da gibt es ein enges Zeitfenster. Wenn man eine Thrombolyse einsetzen will und kann, dann sollte das innerhalb von maximal 4,5 Stunden, ist glaube ich heute der Konsens, erfolgen. Und kommen Sie erstmal in diesem Zeitfenster zu einem Arzt, der daran denkt und dann CT macht, um auszuschließen, dass eine Blutung vorliegt und die richtige Indikation gestellt werden kann. Also das ist schon eine zeitliche Herausforderung. Und da kann man natürlich durch Telekonsile Experten in die dezentralen Einrichtungen bringen und diese Entscheidung frühzeitig treffen. Es gibt offensichtlich unterschiedliche Konzepte. Wir haben ja diese Stroke
Konzepte mit Schlaganfallzentren, Expertenzentren in der einen Seite und verschiedenen dezentralen Einrichtungen, die bestimmte Anteile der Behandlung übernehmen können. Also dass der Patient dezentral im heimatnahen Krankenhaus bleibt. In anderen, da wird einfach nur geguckt, ist das ein Patient für die Thrombolyse, dann kriegt er seine Thrombolyse angehängt und wird ins Zentrum transferiert. Wahrscheinlich ist es egal. Aber beides kann man telemedizinisch unterstützen. Dann kann man natürlich die Frage stellen, bringt es was und was kostet es? Dazu gibt es relativ aktuell eine Studie der bayerischen Teleneurologie-Anwendung, wo ausgewertet wurde, was kostet es, wenn man Telekonsile einsetzt in den akuten Behandlungszeiträumen, dann ist das etwas teurer. An der anderen Seite refinanziert sich das in den nachgelagerten Einrichtungen offensichtlich hinreichend, sodass es insgesamt kosteneffizient ist. Man konnte außerdem in diesen Studien wohl nachweisen, dass man die Anzahl der ungewollten, ungünstigen Verläufe um etwa 10% reduzieren kann. Das heißt Pflegeheim, Immobilisierung und oder tödlicher Ausgang. Also durchaus interessant. Und wenn es nicht schnell genug geht, man hat ja immer jemanden, der was Neues erfindet oder erfinden kann, das ist jetzt in Berlin so gemacht worden, dann bringt man halt den Krankenwagen zu dem Patienten und in diesem Krankenwagen ist das CT gleich drin. So ein Gerät, so ein Auto kostet dann halt 1,2 Millionen oder so. Man hat ausgerechnet, für Berlin bräuchte man 3 von diesen Geräten oder 3 von diesen Fahrzeugen, um zeitgerecht die Fläche abdecken zu können. Ob man das jetzt unbedingt in Berlin braucht, sei es drum. Es ist immerhin gefördert worden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Berlin braucht Entwicklung. Lernen wir daraus. Pathologie ist schon kurz angesprochen worden. Zwischen Pathologie und Radiologie gibt es einen fundamentalen Unterschied. Bei uns ist schon alles digital. Die Bilder, die wir in der Radiologie haben, die werden ja heute schon digital erzeugt. Da findet die Umsetzung vom Röntgenstrahl in das digitale Bild in dem Untersuchungsgerät statt. Beim Pathologen ist das natürlich anders. Die Gewebeprobe ist mal erst analog, da muss geschnitten, gefärbt und gemacht werden. Und dann wird unter dem Mikroskop geguckt. Und erst dann wird es digitalisiert. Das ist rein vom Ansatz her schon etwas anders. Und wenn digitalisiert wird, so ein Teil zum Digitalisieren kostet mal locker einen 6-stelligen Betrag. Und Sie kriegen Bilddaten raus, die pro Schnitt 500 Megabyte aufwärts groß sind. Das ist ein Faktor 10 bis 100 zur Radiologie. Also solange die Pathologen nicht in unserem Bildarchiv sind, sind wir noch froh, weil dann wäre alles andere nur noch Rauschen. Das sind also ganz andere Datenmengen, die da kommuniziert werden. 500 Megabyte ist schon richtig viel. Ein CT-Bild ist ein halbes Megabyte zum Vergleich. Aber natürlich gibt es Vorteile dafür. Man kann die verschiedenen Färbungen nebeneinander anschauen und man hat halt nicht mehr so viele Pathologen und schon gar nicht die mit Expertise. Und es gibt kleine Krankenhäuser, die haben keinen Pathologen und da gibt es in der Tat Telepathologie. Das ist eine technische Mitarbeiterin, die dann die Aufbereitung des Präparates dezentral macht und das Mikroskop kann ferngesteuert werden und der Telepathologe kann auch Schnellschnitte befunden. Ganz sicher, Zweitmeinung ist ganz wichtige Domäne in der Telepathologie. Im Prinzip ist das letztendlich ja nur eine Frage, dass Sie sich verständigen können. Das Internet, das wird Professor Brinkmann uns erklären, ist da schnell genug. Der Pathologe hat ja nicht das Problem des Chirurgen, dass es gerade dann zu bluten anfängt und irgendein Gefäß umstochen werden muss. Und für Pathologen relevant ist natürlich die Anwendung Videokonferenz. Wir wissen, die Zahl der Tumorboards und Konferenzen zu Fällen in den Kliniken hat eine Tendenz, stetig zuzunehmen. Und der arme Pathologe soll überall hinrennen und was erklären. Dort ist die Videokonferenz ein Mittel, wie der Pathologe an solchen Konferenzen zeiteffizient teilnehmen kann. Und noch ein paar Worte zur Radiologie. Es gibt uns ja doch noch. Also wir sind schon digital. Und wir haben natürlich auch die Konsultation ganz häufig. Es gibt viele Patienten, die heute ihre Bilddaten in den
die Chirurgie oder zu den Gefäßchirurgen oder zu Internisten schicken und nachfragen, welches Behandlungskonzept die Uniklinik Mainz Ihnen vorschlagen würde. Da die Daten ja digital vorliegen, machen die Patienten das wahrscheinlich nicht nur bei einer, sondern wahrscheinlich 3, 4, 5 Kliniken. Und Kliniken sind heute in der Konkurrenzsituation und müssen das anbieten, in der Hoffnung, dass dann auch mal ein paar Patienten kommen. Wir haben in der Radiologie eine Sonderregelung. Wir haben schon 2002 in der Röntgenverordnung den Begriff Teleradiologie juristisch geregelt bekommen. Da sind Anforderungen definiert worden, unter welchen Bedingungen darf das gemacht werden. Zum Beispiel im Bereitschaftsdienst, wenn kein Radiologe am Ort ist. Oder auch als Elektivuntersuchung in Gebieten, wo zu wenig Ärzte da sind. Also Mecklenburg-Vorpommern, wir hatten das, die Region schon, ist dafür prädestiniert. Und dann wird das natürlich auch gleich marketingmäßig genutzt, also radiologische Befundung zur Unzeit und 500 Kliniken bundesweit haben nicht genügend. Oder wir sehen ja hier überall, ich weiß gar nicht, ob Professor Jung heute extra für uns hat plakatieren lassen, die virtuelle Koloskopie kann man dann auch auf Madeira machen mit teleradiologischer Unterstützung. Ist natürlich irgendwo Case, aber macht sich gut. Was machen wir in unserer Region? Relativ genau vor 12 Jahren in diesem Hörsaal ist, Standardisierung war schon ein Wort, eine Gruppe aktiv gewesen und hat sich über Standardisierung unterhalten. DICOM ist Digital Imaging Communication in Medicine. Das ist so ein Standard seit 30 Jahren, der für uns maßgebend ist, der auch für Augenheilkunde bis Zahnmedizin heute alle bildgebenden Modalitäten umfasst. Und wir haben uns mit Firmen geeinigt, wie kann man das in Deutschland machen. Also da war Mainz schon federführend mit beteiligt. Und hier gibt es so ein Netzwerk, was funktioniert. Traumanetzwerk ist inzwischen ja auch hier etabliert. Mainz ist ein Traumazentrum und andere Kliniken, die da beteiligt sind, Alzey, Worms, Kreuznach, die sind über dieses Netzwerk verbunden. Es gibt noch so ein paar, hier gelb zu sehen, Kliniken, mit denen wir eigentlich viel zu tun haben, die aber noch nicht modern sind. Und wenn Sie fragen, wie ist es mit iPhone und iPad, auch kein Thema. Selbst die FDA in den USA, die ja nicht unbedingt als absolut großzügig bekannt ist, hat Geräte freigegeben für die Befundung auf dem Smartphone oder auf einem Tablet-PC. Gerade zum Beispiel die Fragestellung neurologische Stroke-Diagnostik. Und dann muss man natürlich die wirtschaftlichen Aspekte betrachten. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, wie billig heute Radiologie geworden ist. Und die Klagen der Chirurgen über teure Radiologie ist ja eigentlich dann völlig überholt, wenn man sieht, die Befundung vom CT geht für 12 Euro. Und wenn Ihnen das noch nicht genug ist, Sie können Ihre Untersuchung auch als Auktion vergeben. Da, ja. Als Radiologe kann man sich auch bewerben, dort mitmachen zu dürfen und zu befunden. Sie glauben, das ist Fake, was der da uns erzählt. Bei weitem nicht. In England war vor 8 bis 10 Jahren ein Riesenproblem, dass die Radiologen korrekt gearbeitet haben. Mit der Folge, dass die Stapel unbefundeter Untersuchungen angewachsen sind. Man hatte wohl mal eine Zeit, da waren 200.000 Mammografien gemacht, aber nicht befundet. Und dann hat England ist ja ein staatliches Gesundheitssystem, man Untersuchungen schlichtweg vergeben. Da wurden 80.000 MR-Untersuchungen dann in Belgien befundet. Belgien hat viel mehr Radiologen, als sie brauchen, und die hatten halt Kapazität dafür. Teleradiologie, schon vor 10 Jahren. Und die Europäische Union ist ja modern, man macht dann mehr EU-Projekte und dieses Akronym, das erinnert Sie wahrscheinlich an irgendetwas. Das wurde dann mit 2 Millionen Euro gefördert, um halt so eine kommerzielle Plattform für das Aushandeln teleradiologischer Verbindungen zu machen. Ja, als Radiologe wird einem da schlecht, weil diese Form der Teleradiologie reduziert Radiologie auf die Befundung, auf irgendeinen Befund zu irgendeinem Bild. Die Frage, was ist das eigentliche medizinische Problem? Wie muss man das untersuchen? Wie ist es mit dem Strahlenschutz? Wie ist es mit der Qualitätssicherung? Und wie ist es mit dem Disput mit dem Chirurgen danach? Die wird dabei natürlich überhaupt nicht berücksichtigt und fällt hinten runter, wenn man es auf die 12 Euro für die CT-Befundung reduziert.
Und dann gibt es natürlich, wenn man sowas macht, ganz klar auch Risiken, dass die Kommunikation Probleme aufwerfen kann. Wir alle wissen, dass unsere Befunde gewisse Eigenarten haben. Wenn einer sagt, da könnte was sein, kann das halt sehr sensitiv sein, oder er schreibt es halt immer. Oder meint, wenn da könnte was sein, dass es schon ganz dramatisch ist. Die Wahrscheinlichkeit, mit der das gemeint wird, die spielt ja teilweise zwischen den Zeilen. So konkret und so strukturiert sind ja die Befunde weder des Pathologen noch des Radiologen immer. Sodass also es schon gut ist, wenn man weiß, mit wem hat man da zu tun. Das fällt weg, wenn der Befunder irgendein anonymer Kollege irgendwo ist. Und dann gibt es so linguistische Differenzen, die Wortwahl. Man hat Untersuchungen, wo man zeigen konnte, dass nach teleradiologischer Untersuchung die Zahl von weiterführenden Untersuchungen von invasiven Eingriffen höher ist als ohne Teleradiologie. Auch dann eine Frage, ob das noch kostenoptimierend ist. Und es gibt medikolegale Aspekte natürlich dabei auch zu berücksichtigen. Ganz interessant, in den USA ist es halt sehr bequem, Radiologe zu sein. Das ist die Gruppe, die dort gut situiert ist. Und warum soll man da nachts arbeiten? Dafür gibt es ja große Firmen, die das anbieten. Da gibt es Nighthawk und wie sie alle heißen, Virtual Radiology. Die betreiben dann Zentren rund um den Erdball in Australien, in Zürich gab oder gibt es eins, natürlich auch in den USA dann, sodass man also abhängig von der Tageszeit immer schön bei Licht arbeiten kann und der Radiologe nachts schläft und die Bilder aus den USA dann in Zürich oder in Brisbane oder wo auch immer befundet werden. Man sagt, dass bis zu 70% aller Krankenhäuser in den USA diese Dienste in Anspruch genommen haben. Sodass also die Notfalldiagnostik in den USA überwiegend aushäusig erfolgt ist. Was ist die Folge gewesen? Diese leistungsfähigen Firmen mit dreistelligen Millionenumsätzen sind natürlich zu den Krankenhausträgern gegangen und haben gesagt, wenn wir das nachts können, können wir es auch tagsüber. Sodass die Radiologen in den Krankenhäusern allmählich gemerkt haben, sie werden überflüssig. Und das ist ganz witzig zu sehen, dass die Radiologen in den USA, die meistens ja dann so unverkleidet rumgelaufen sind, jetzt den weißen Kittel anziehen. Und auf dem Radiologenkongress 2012 wurde getitelt Patients First. Also das, was für uns in Europa eigentlich bekannt ist, man muss mit den Zuweisern reden, man darf auch als Radiologe mal mit einem Patienten reden, ist jetzt auch in den USA angekommen, weil man gemerkt hat, dass es auch Risiken von der Teleradiologie her gibt. Weil wenn man nicht sichtbar ist, ist es egal, ob derjenige in Indien sitzt oder um die Ecke. Das ist sehr interessant beschrieben in einer Arbeit. Ein Radiologe, der eine Zeit lang, 2,5 Jahre in so einer Firma gearbeitet hat, 400 verschiedene Krankenhäuser waren es, glaube ich, 50.000 Untersuchungen und dann gezeigt hat, wie groß die Unterschiede sind in der Indikationsstellung, in der Art, welche Untersuchungen gemacht wurden. Das ist in den USA auch anders als in Deutschland. In den USA entscheidet das Krankenhaus, was gemacht wird und der Radiologe hat so befunden. In Deutschland ist die Anforderung, dass der Teleradiologe die Indikation stellt und überprüft und entscheidet, wie untersucht wird. Das könnte da also so gar nicht erfolgt sein. Und wenn da so ein Markt ist, dann hat das natürlich auch andere Nebeneffekte. Ich möchte Ihnen jetzt das Englische ersparen. Das ist ein Herr, der in 8 Monaten 70.000 Untersuchungen befunden hat. Also der wäre, ja, mit 1,5 von denen würde unsere Radiologie funktionieren. Kann nicht ganz passen. Ja? Und er hat nur 5.000 davon selbst gesehen. Die anderen sind sogar von Nicht-Radiologen gemacht worden. Der ist ins Gefängnis gewandert dafür. Man hat ihm nachweisen können, dass er Untersuchungen befunden haben wollte zu Zeiten, wo er geflogen ist. In der Zeit, bevor es Internet im Flugzeug gab. Sodass also unsere europäische Fachgesellschaft sehr, sehr genau verfolgt, was passiert so im Markt, auch auf der Ebene der EU. Das ist ganz spannend. In der EU sind das ganz verschiedene Gruppen, die da relevant sind. Weil wenn jetzt ein Krankenhaus in Großbritannien mit einem Teleradiologen in Belgien oder in Indien einen Kontrakt macht, dann glauben Sie nicht, dass der Patient da keine Rolle mehr spielt, wie wir das so vielleicht meinen wollten. Der Patient spielt dann keine Rolle. Das ist eine Business-to-Business-Verbindung und nicht eine Business-to-Consumer.
Also Consumer wäre der Patient. Und was ist der grundlegende Unterschied? Wenn es Business to Business ist, ist die Rechtsprechung des durchführenden Anbieters, also des Teleradiologieunternehmens, maßgebend und nicht des Landes, wo der Patient gerade untersucht wird. Ganz feine juristische Unterschiede, die zwischen den verschiedenen Bereichen der EU-Kommission auszugleichen sind. Also unsere ESR meint, die Regeln, wo der Patient untersucht wird, müssen gelten. Der Patient soll einwilligen. Und wir brauchen natürlich auch Anforderungen an die Ärzte, die international gültig sind. Es kann nicht sein, dass ein Arzt in einem Land vielleicht gar keine Zulassung mehr hat und woanders dann lustig weiter praktizieren darf. Da sind wir noch nicht gut genug. Fragen Sie, der erzählt so viel für IT. Wird es denn überhaupt genutzt? Es gibt von letztem Jahr eine Studie aus einem Forschungsinstitut der Europäischen Kommission. Danach ist etwa knapp die Hälfte der Krankenhäuser in der Lage, elektronisch mit anderen zu kommunizieren. Also bei weitem noch keine 100%. Das 40% können es nicht und 4%, das waren die IT-Leiter von Krankenhäusern, die befragt wurden, wussten nicht mal, ob das geht. Das war auch ein interessanter Effekt, aber das wollen wir nicht vertiefen. Und die EU hat jetzt einen E-Health Action Plan, der 2012, 2020 gilt. Und Sie hatten ja vorhin die Internetverbindung angesprochen. Das ist ein Punkt, der hier auch auf der Liste steht, der ganz wichtig ist. Interoperabilität, das heißt, wie reden Systeme miteinander, technisch, funktional, prozedural, legal, ist weiterzuentwickeln, also unterschiedliche Ebenen. Und dann natürlich auch Big Data. Big Data ist der nächste große Begriff, der als Schlagwort auf uns zukommen wird. Die Ausschöpfung von den Daten, Google macht das schon längst, aber jetzt will man das auch in der Medizin haben. Und das wird dann halt so uns verfolgen. Ein bisschen kann ich Ihnen das nicht ersparen, zu zeigen, wo steht Deutschland. Es gibt so eine Mappe, die zeigt regionale E-Health-Projekte. E-Health ist dann ein bisschen mehr als Telemedizin. E-Health wäre auch, wenn wir jetzt unsere Labordaten oder Herzkatheter oder radiologischen Bilder von Krankenhaus A nach B schicken oder auch den Befund. Also alles, was so digitale Kommunikation betrifft, da gibt es eine Internetadresse, wo man das nachgucken kann. Dann sehen Sie, Deutschland ist eigentlich ein relativ unterentwickelter Bereich. Hier einfach ein paar Beispiele aus Niederlanden. Kardiologie, Mammadiagnostik, Radiologieaustausch ist dort schon am Laufen. Und wenn Sie in den Süden gucken, die Österreicher, wir mögen ja da vielleicht als Deutsche manchmal überheblich sein, aber das völlig zu Unrecht. Dort hat man ein Gesetz für die elektronische Gesundheitsakte auf den Weg gebracht. Die Voraussetzungen dort sind ähnlich kompliziert wie bei uns. Bundesländer, Kammern, private, niedergelassene Krankenhäuser. Und man hat fokussiert Entlassungsbrief, Radiologie, Labor und das E-Rezept als Anwendung. Und das geht oder ist dort schon im Laufen. Niederösterreich war da ein Vorreiter. Und jetzt sagt man, na gut, die Österreicher, aber die Schweizer, die sind noch so langsam. Weit gefehlt. Relativ aktuell. Auch die Schweizer haben ein Konzept für eine nationale E-Health-Strategie. In St. Gallen kann man zwischen niedergelassen und Krankenhaus kommunizieren. Und wenn das nicht reicht, weil vielleicht nachts oder sowas, dann können Sie auch Medgate anrufen. Und da gibt es dann eine App auf dem Smartphone, alles modern. Ja. Und dann können Sie auch bei Haut- oder Augenveränderungen Fotos schicken, können auswählen, welches Versicherungsunternehmen für Sie zuständig ist. Dann können Sie da anrufen und kriegen Unterstützung. Wie sieht das in Deutschland aus? Wir haben ja einen neuen Koalitionsvertrag und wegweisend hat man dort Telemedizin an zwei Stellen Telemedizin einmal online finden können. Telemedizinische Leistungen sollen gefördert und angemessen vergütet werden. Sicher ein Thema. In Deutschland ist nur die Teleneurologie, die Stroke-Behandlung bisher geregelt mit einer OPS und alles andere, Teleradiologie zum Beispiel, ist dann vertraglich zwischen den beteiligten Krankenhäusern zu regeln. Es geht keine Krankenkasse was an, keine Krankenkasse zahlt dafür. Und deshalb muss man sich nicht wundern, wenn das bei uns anders ist. Es ist jetzt ein bisschen länger, da kommt dann wieder der Datenschutz und die Chancen sollen genutzt werden, da kommt der chronisch Kranke, also das, was wir vorhin schon bei Professor Erdmann gehört haben. Und wir werden auch klarstellen, dass die Erstverschreibung von Arzneimitteln
ein Arzt-Patienten-Kontakt sein muss und Online-Konsultationen, das, was wir eben bei den Schweizern gesehen haben, nicht gehen. Das ist also der Standpunkt in Deutschland. Und ja, wenn in Deutschland das nicht geht, was passiert dann? Jede Regelung ist so gut, dass sie umgangen werden kann. Dann gehen deutsche Ärzte, das habe ich auch erst im Laufe dieser Recherche jetzt gelernt, hin und gründen ein Unternehmen in London, wird dann dort in der britischen Ärztekammer registriert und sie können ganz bequem von dort die Sachen anfordern. Jetzt hat es die Folien überdeckt, sonst hätte ich Ihnen noch zeigen können, was man dort alles anbieten und anfordern kann. Das sind so die üblichen Krankheitsbilder, mit denen man vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit diskutiert. Gonorrhoe und Chlamydien und die Pille danach gibt es auch. Da füllen Sie einfach nur so ein paar Online-Fragebögen aus und dann kommt Rezept und auch, wenn Sie möchten, per Kurier das Medikament nach Hause oder ins Büro, wo immer man es braucht. Es geht. Ja, wenn man also sagt hier Wunschdenken oder Realität, ich denke, manches ist Wunschdenken, aber vieles ist Realität. Gibt sicher einige sinnvolle Bereiche. Die chronische Herzinsuffizienz wird auch in Rheinland-Pfalz gefördert. Es gibt hier ein Projekt, das auch mit einer nennenswerten Summe gefördert wird, wo evaluiert werden soll, wem hilft es und wie sieht das in der Versorgung dieser Regionen aus, die nicht so dicht bevölkert sind wie Mainz und Umgebung. Das ist in Kaiserslautern angesiedelt und will dann die Westpfalz versorgen. Wir haben schon angesprochen, diesen neurologischen Anwendungsfall für die Parkinson-Medikation. Aber es gibt natürlich auch ein paar Abers. Ich glaube, Deutschland ist schon ein bisschen hinten dran, was eine allgemeine und flächendeckende Infrastruktur für Telemedizin-Anwendungen angeht. Wir haben viele Einzelprojekte. Und das ist auch so ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern. Nordrhein-Westfalen gegen Bayern und ein bisschen Rheinland-Pfalz und noch ein paar andere. Weil Heilkunde halt Sache der Länder ist. Und der Bund, der macht dann zwar gerne Vorgaben und Vorschläge, wie was passieren sollte, aber investiert ja auch nicht da rein. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, darüber kann man sicherlich getrennt diskutieren. Hier gibt es fachkundige Expertise aus dem Marburger Bund im Haus, die könnten das bestimmt besser als ich. Da gibt es die Musterberufsordnung und das Heilmittelwerbegesetz, an die man sich halten muss. Die Refinanzierung ist offen. Wir haben halt viele Interessengruppen. Und ich glaube, Deutschland hat eher Nachholbedarf. Das sehen Sie auch, wenn ich Ihnen noch ein paar aktuelle Schnipsel zeige, was geht so ab. Telekom investiert in Gesundheitswesen und kauft einen IT-Anbieter aus dem Heilkundebereich auf. Dann gibt es neue invasive Überwachungssysteme. Bitkom, das ist ein Verband von IT-Unternehmen, behauptet, 9 Millionen Menschen in Deutschland haben schon Smartphones oder irgendwas anderes, was die Fitness misst, mag sein, ist schön. Aber dieser Ausschnitt belegt jetzt, Deutschland ist ein Entwicklungsland. Die EU hat 10 Millionen dazugegeben, dass in Ostsachsen Telemedizin eingeführt wird. Und wer greift das Geld ab? Telekom und andere Großindustriellen. Die, wenn sie auf die Webseite von der Telekom gehen, ihnen all diese schönen Devices anbieten, die Waage und den Pulsgurt und so weiter und so weiter. Oder wenn das alles zu aufwendig ist, das Pflaster, das 7 Tage lang 20 verschiedene Vitalparameter transferiert. Also da ist viel Bewegung drin, gibt jede Menge Health-Apps, die Sie im Internet finden, auch wieder was aus der Schweiz. Und dann ist das Ganze natürlich im politischen Gesamtrahmen zu sehen. Globalisierung, glaubt man ja, hat heute noch nichts mit Gesundheitswesen zu tun. In Deutschland glauben wir das immer noch. Die Briten sind da viel, viel sensibler. Die haben halt mit ihrem NHS ein zentrales, großes staatliches Gesundheitswesen, wo halt dann auch Verträge zentral ausgeschrieben werden. Das ist für große Unternehmen viel attraktiver, dann dort aktiv zu werden, als mit so einer kleinen Uniklinik zu verhandeln. Und die USA, die haben dann schon kräftige Lobbygruppen, wo dann die Risiken für Medikamente nicht mehr kommuniziert werden, wo Patentschutz verlängert wird, wo dann gibt es ja zurzeit diese Verhandlungen zu TTIP, wie heißt das nochmal,
Transatlantic Trade and Investment Partnership. Sie haben das vielleicht schon mal gehört. Geheimverhandlungen. Frankreich hat dafür votiert, dass die Kultur außen vor bleibt. Es gibt starke Bemühungen in England, dass die Gesundheitsbereiche außen vor bleiben, weil man einfach Sorge hat, dass amerikanische Großkonzerne dann ganz schnell in Großbritannien sind und amerikanische Prinzipien der Heilkunde dort Fuß fassen und das Individuelle der englischen Trusts verloren geht. Das mag heute für uns in Deutschland noch keine Rolle spielen, aber man sollte es mal im Hintergrund haben. Wenn ich Ihnen jetzt alles erzählt habe, was Ihnen schon bekannt war, dann habe ich eine Anregung für Professor Jünginger, was man dann vielleicht mal demnächst diskutieren kann. Es gibt unglaublich viele Schlagworte in dem Bereich und Ambient Assisted Living, das ist, wir werden ja alle älter, dann das nächste große Schlagwort, was wir in dem Umfeld Telematik, Gesundheitswesen, E-Health etc. haben können. Insofern habe ich versucht, Ihnen so einen kleinen Überblick zu geben, hoffentlich nicht alle Bausteine umgeworfen, und wir werden ja nachher vielleicht auch noch Zeit haben für die Diskussion. Mit den Bausteinen hat das halt immer so seine Vor- und Nachteile. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Mildenberger, erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich muss sagen, dass die Diskussion trotzdem erst auch nach dem folgenden Vortrag stattfinden wird, auch wenn ich mir zwei Anmerkungen von meiner Seite nicht ersparen kann. Das erste ist, manchmal bin ich doch verblüfft über das Selbstverständnis eines deutschen Arztes heutzutage, der bei der Schlaganfallhilfe sagt, boah, durch Telemedizin werden wir über die Langzeit gerechnet preiswerter und ganz nebenbei werden auch mehr Leute gesund. Ich hatte dann doch gehofft, dass erst die Leute in dem Vordergrund stehen und und dass dann eben nicht entsprechend versehentlich dann auch noch was billiger wird. Der zweite Punkt ist, deshalb freue ich mich auch auf die Diskussion zu sehen, ich persönlich bin ein großer Datenschutzfreund und mir macht das, was hier vielfach passiert, heute wirklich Angst, was mit unseren Daten passieren kann, in welchen Mengen sie abgegriffen werden und wie selbst teilweise wir als Universitäten gezwungen sind, unsere Daten offenzulegen gegenüber Behörden, die uns nicht mal sagen, wann zugegriffen wird. Ich meine, das ist sicherlich auch eine spannende Diskussion, die wir hoffentlich nachher führen können. So, an dieser Stelle möchte ich aber jetzt überführen an Frau Dr. Stüwe. Auch da kann ich jetzt über Ihren Herkunftsort ganz viel erzählen. Ich bin 10 Kilometer von Gütersloh geboren worden, in Verl. Zwei meiner drei Kinder sind in Gütersloh im Elisabeth-Hospital zur Welt gekommen. Eine von zwei meiner Tanzstunden in meinem Leben habe ich bei Stüwe Weißenberg gemacht. Ich weiß nicht, ob es da eine es gibt keine Verbindung, das musste ich unbedingt noch rausfinden. Ich glaube, die waren sogar mal Weltmeister im Paartanzen oder so etwas Komisches. Ah, okay. So, auf jeden Fall, das ist nicht der Grund, dass Frau Dr. Stüwe hier ist, sondern sie ist Ärztin. Sie hat auch hier, glaube ich, in Mainz studiert, ist das korrekt? Sie sind dann anschließend als Assistenzärztin, später als Oberärztin tätig geworden. Und die ganz, ganz spannenden Sachen fingen eigentlich erst nach ihrer Pensionierung an. Da sind sie nämlich häufiger auf Forschungsreisen mit der Polarstern gewesen. Und ich freue mich auf den Vortrag. Ich kenne Teile dieses Vortrags zum Glück schon und bin sehr, sehr gespannt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung hierher. Ich erzähle über diese Fahrt, die ich da gemacht habe, immer wieder gerne und jetzt im Zuge mit der Telemedizin natürlich sowieso. Zunächst mal, welches waren die beteiligten Organisationen an dieser Reise, die ich vor 3 Jahren gemacht habe? Das ganze Unternehmen hieß Cambio, Change in Antarctic Marine Biota, das heißt eine biologische Forschungsreise in diesem Fall. Beteiligt war das AWI, Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Manche kennen es vielleicht, wenn Sie hier das Schifffahrtsmuseum besucht haben. Von der Weser aus sieht man dann hier den alten Bau des Alfred-Wegener-Institutes. Inzwischen gibt es noch einen Neubau, aber dieser ist eigentlich der schönere. Und gleichzeitig wird das Schiff beredert von der Reederei Leis. Hier oben, das sind dann die Institutionen, die dabei zutage treten. Das ist das Schiff, Polarstern, ist das deutsche Forschungsschiff, was wir überhaupt haben, um das uns viele Nationen beneiden. Damit Sie auch wissen, wo Ihre Steuergelder landen. Das Ganze ist finanziert aus unseren Steuergeldern und das ist eigentlich auch mal eine ganz schöne Erkenntnis, die man daraus schließt. Es ist circa 100 Meter lang, ein eisbrechendes Forschungsschiff, etwa
30 Jahre alt. Inzwischen funktioniert aber nach wie vor hervorragend. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ambitionen zur Seefahrt. Ich bin ein glückliches Landei. Aber dieses Schiff liebt jeder, der damit mal zu tun hatte. Das sind jetzt so meine Behandlungsräume, die ich hatte auf diesem Schiff. Dies ist einmal ein Untersuchungsraum. Hier sehen Sie hier so von links angefangen Regale voll mit Medikamenten, Tabletten, Zäpfchen, alles, was man braucht für Augen, Ohren, Nase. Hier hinten Geräte, um Wasserhygiene zu überprüfen. Hier unten ein Trockenlabor. Hier drin Antibiotika, Augenspiegel, Ohrenspiegel. Ein kleiner Brutschrank, wenn man mal irgendeine Kultur anlegen wollte, eine Urinkultur. Unter der Untersuchungsliege steht noch ein Ultraschallgerät und ein EKG-Gerät. Und hier natürlich eine schöne Untersuchungslampe. Der nächste Raum ist dann der OP nebendran. Das ist etwa die Größe so von gut so 2 L-Fuß-Containern. Das ist der Steri, der hier im OP mit untergebracht ist. Dazu ein Röntgengerät mit, das ist hier das eigentliche Gerät, hier oben die Röhre, fest verkeilt zwischen Decke und Fußboden. Da wird noch entwickelt mit richtig Lösung, also leider noch kein digitales Röntgen an Bord. Hier ein Kompressor, der ist notwendig, um die Druckluft zu haben, um ein Narkosegerät anzutreiben hier. Hier ein Einschweißgerät für sterile Instrumente. Das ist das Gerät, was gebraucht wird, um telemedizinische Narkosedaten zu übertragen, wovon ich dann ja nachher auch noch erzählen werde. Der Wagen ist hier komplett für ganze Anästhesie, Ausrüstung und Ausstattung. Wenn man dann ein bisschen weiter nach rechts guckt, sieht man hier einen tragbaren Defibrillator. Die Kaustik braucht man im OP, um Blutstillung zu machen, um Blutgefäße zu koagulieren. Hier unten ein Zahnbehandlungskoffer mit einer Turbine drin, mit einem Normalbohrer, Sauger, alles, was man braucht, um Zähne zu behandeln in allen Variationen. Tragbares Beatmungsgerät, in den Schränken große Container mit Bauchoperationen, Fixateur extern, also für äußere Spanner, für Frakturen oder sonstige Dinge. Natürlich der Röntgenschaukasten, hier die OP-Lampe, ebenfalls verschiebbar, aber auch verkeilt zwischen Decke und Fußboden, was sich bei Seegang auch gut anbietet. Und hier drin sind lauter Kleinigkeiten für Zahnbehandlungen und solche Sachen. Das ist dann ein Blick in das Hospital, was zur Verfügung steht, eins von insgesamt 3 Krankenbetten. Das sind kardanisch aufgehängte Betten, dass man bei Seegang auch die Leute waagerecht halten kann, wenn es denn nötig ist oder es wird jemand ganz besonders seekrank. Was hat so eine Schiffsärztin für Aufgaben? Professor Junginger fragte mich in der Vorbereitung, was macht man dann eigentlich so auf dem Schiff, wenn man da nicht gerade Blinddärme operiert? Und das Blinddarmoperieren ist ja nun nicht so die Hauptaufgabe. Also man versorgt natürlich die Kranken, das ist selbstverständlich. Für die Wasserhygiene ist man zuständig, also das Trinkwasser überprüfen auf Keimfreiheit, das Badewasser, es gibt ein kleines Schwimmbad unten in der Tiefe im Schiff. Sämtliche Gerätewartungen des OPs und des ganzen Hospitals müssen natürlich gemacht werden, ebenso wie die Teste auch, ob die alle funktionieren. Das Medikamentenmanagement heißt, sprich die verfallenen Medikamente aussortieren, Bestellzettel schreiben für den nächsten Landgang, was muss wieder neu nachgeholt werden. Dann hat der Arzt die freundliche Aufgabe, das tägliche Videoprogramm einzulegen, 4 Videorekorder zu bestücken. Das Programm macht aber der Funker. Insofern ist dann der Ärger nur beim Arzt gelandet, wenn die CD klemmt irgendwo. Und man hat das Management der legendären Bar Zillertal, das muss man wirklich so sagen, gucken, dass immer genügend Bierfässer vor Ort sind, die Abrechnung im Anschluss machen. Und man lernt auch so ganz lebenspraktische Dinge, Bierfässer wechseln und sowas, das kannte ich alles vorher auch nicht. Und man muss natürlich auch das Warten entsprechend dem Gaststättengesetz. Was habe ich an Krankheiten zu behandeln gehabt auf dieser Reise? Also zum einen das, was häufig vorkommt, Seekrankheitsprophylaxen, wobei das Schiff sehr gut im Wasser liegt und die Seekrankheit längst nicht so ausgeprägt ist wie bei anderen Schiffen. Polarstern hat einen Tiefgang von 11 Metern, das ist sehr viel und dadurch liegt es eigentlich auch bei starkem Seegang wirklich gut im Wasser. Skopolaminpflaster sind gut, Cinarizin, Womex, je nachdem, worauf die Leute am besten ansprechen. Ganz zu Beginn hatte ich zahllose Infekte, nahezu das ganze Schiff. Etwa 100 Personen sind beinahe auf dem Schiff, davon die Hälfte Wissenschaftler, die Hälfte Besatzung.
Alle hatten Infekte der oberen Luftwege, zum Teil mit heftigen Auswirkungen. Notruf gleich am Anfang, ein eingeklemmter Korbenkelriss in einer Kabine beim jungen Mann ist ein Mexikaner, der jetzt in Spanien lebt und forscht, konnte ich in der Kammer reponieren, war dann auch danach beschwerdefrei. Sehr problematisch war eine Giardiasis. Die Gastroenterologen trauen mir nicht zu, eine solche Diagnose zu stellen, weil es gibt natürlich keine Bakteriologie oder sonstige Dinge. Man ist hier wirklich auf seine fünf Sinne und ein bisschen Wissen und Bücher angewiesen. Die Diagnose habe ich gestellt aufgrund der Anamnese. Das war jemand, der einen Wildnisurlaub in Patagonien gemacht hat vorher, hat haufenweise kein abgekochtes Wasser getrunken. Dort sind die Giardien, Lambien sind dort bekannt laut der Literatur. Und mit der Therapie mit Metronidazol laut Lehrbuch ist auch Patient beschwerdefrei geworden und auch die Leberwerte waren alle wieder okay. Große Probleme hatte ich mit einer jungen Dame mit einem Erythema nodosum. Die Diagnose wurde aber auch erst gestellt, nachdem wir sie von der Halbinsel haben ausfliegen lassen, in der Universitätsklinik in Tübingen. Das war eine Nebenerscheinung von einer Sarkoidose. Das sind dann wirklich Dinge, wo sie auf dem Schiff nicht weiterkommen. Also die Grenzen der Medizin sind auf dem Schiff unter solchen Bedingungen natürlich sehr viel schneller erreicht, als wenn sie hier sämtliches medizinisches Equipment um sich drumherum haben. Kleinere Zahnprobleme, Blomben habe ich wieder eingesetzt, zu ziehen war diesmal keiner. Hautirritationen sehr häufig bei den Biologen, die mit den Schwämmen umgehen und mit dem Ganzen, was wir aus dem Meer geholt haben. Ganz schweren Liebeskummer mussten wir also doch wirklich, das war behandlungsbedürftig. Es ist eine Unsitte, möchte ich fast sagen, dass Partnerschaften dann, wenn der eine Partner gerade mal für 10-12 Wochen unterwegs ist, dann von dem anderen die Mitteilung kriegt, du, es ist aus. Und das trifft die Leute hart und man kann sich nicht aussprechen. Also so eine Partnerschaft zu beenden ist nicht so, wie ich meine, die feine englische Art. Aber es ist wohl modern so. Harnwegsinfekt mit Cotrimoxazol, wie man das überall macht. Tiefe Fingerschnittwunden mussten genäht werden. Eins war eine Fleischerverletzung. Zweimal sind Personen kollabiert, die habe ich dann im Hospital überwacht. Sehr häufig Bluthochdruckschwankungen bei Leuten, die auch schon so über die 50 sind und dann mitfahren. Die sind zwar gut eingestellt, sie sind alle vorher sehr gut untersucht, aber dann kommt es durch die völlige Umstellung im ganzen Tagesablauf oder auch viel Nachtarbeit, kommt es oft zu erheblichen Blutdruckschwankungen. Zweimal Prellungen, einmal mussten wir überwachen und dann die Appendektomie, weswegen ich ja heute auch hier bin. Hier sehen Sie einmal den Kursplot, wie wir gefahren sind. Von Punta Arenas ging die Reise los, hier an den Inseln des Scotia-Bogens entlang, dann hier zur antarktischen Halbinsel, dann haben wir hier das Weddellmeer überquert, zum Kap Norvegia und zur Neumeier-Station und sind dann hier über Bouvet Island, im Übrigen eine norwegische Insel, zurück nach Kapstadt. Wovon ich jetzt berichte, das spielte sich ab hier an der antarktischen Halbinsel nahe Djoubanli. Das ist eine argentinische Forschungsstation, die dort auch schon seit Jahrzehnten etabliert ist. So sieht es dort aus. Sie sehen hier hinten, wie also die Schnee-Eisbedeckung an der Halbinsel schon deutlich dem grünen Gras weicht. Die Erwärmung der antarktischen Halbinsel ist ja um ein Vielfaches stärker als der Zentralantarktis. Und da sieht man auch den Klimawandel schon. Ja, wie zeigte sich das? Eigentlich klassisch wie aus dem Lehrbuch, was selten ist bei der Appendektomie, denn die Professor Junginger guckt mich schon ganz zweifelnd an, denn die meisten Leute mit einer entzündeten Blinddarm zeigen sich ja nicht, wie es dem Lehrbuch entspricht. Also aber dies war ganz deutlich. Es war auch noch zu alledem der zweitwichtigste Mann an Bord, nämlich der Chefingenieur des Schiffes. Und wenn jemand von der Mannschaft zum Schiffsarzt geht, dann hat der was. Die Mannschaftsleute sind alle in der Lage, sich relativ gut schon selber zu behandeln. Und bis die beim Schiffsarzt auftauchen, dann haben die was und sind richtig krank. Und so war es bei ihm auch. Er kam also erst nach 2 Tagen mit seinen Übelkeit und normales Stuhlverhalten, hatte dann alle Zeichen einer akuten Appendizitis mit belegter Zunge, deutliche Resistenz im Unterbauch, ein Loslassschmerz, mochte auch nichts mehr essen.
Peritonealklopfschmerz. Im Ultraschall konnte ich keine freie Flüssigkeit finden, aber die Appendix konnte ich auch nicht darstellen. Dann habe ich ihnen erstmal Blut abgenommen. Das dauert ja eine Weile, wenn man das im Trockenlabor alles selber macht. Das geht nicht innerhalb von einer Viertelstunde. Habe ihn so lange in seine Kammer wieder hochgeschickt, habe gesagt, mach mal Eis drauf. In der Hoffnung, weil ich wollte selber sofort nicht wahrhaben, dass so eine Diagnose da auftaucht. In der Hoffnung, es würde sich bessern. Das tat es natürlich nicht, als ich nach 2 Stunden das komplette Labor hatte und Temperaturdifferenz hier axillarektal war eigentlich alles typisch, 2400 Leukos, und dann stand also eigentlich die OP-Indikation. Ich bin dann nochmal zu dem Patienten hoch, habe ihn untersucht, habe ihm das gesagt, bin anschließend zum Kapitän gegangen und sagte, ich müsste Ihnen mal sprechen. Ach ja, Frau Stüwe, wie kann ich Ihnen helfen? Ein ganz netter, sehr erfahrener Kapitän. Ich sage, ja, ich muss hier jemanden operieren, einen Blinddarm. Oh, sagt er, das hatten wir noch nicht. Der fährt das Schiff seit etwa 20 Jahren. Wie kann ich Ihnen helfen? Das war dann so seine nächste Frage gleich. Ich sage, ist das möglich? Können Sie das Schiff ein bisschen ruhig legen? Das Schiff ruhig legen? Wir hatten Windstärke 7, das schaukelt ganz ordentlich. Das Schiff ruhig legen, Frau Stüwe, überhaupt kein Problem. Ich fahre hier um die Ecke in die Admiralitybucht, ich lege Ihnen das Schiff in den Wind und das liegt ruhig. Und so war es auch. Genau so war es. Ja? Ich habe dann mit dem Krankenhaus Reinkenheide telefoniert. Es gibt eben diese Kombination die Kooperation zwischen dem Alfred-Wegener-Institut und Krankenhaus Reinkenheide für telemedizinische Narkosebeistand, sage ich jetzt mal so. Und habe dort gesagt, also wir hätten eine Operation zu machen, und habe über den Patienten berichtet, seine Vorerkrankung, und habe mit dem dortigen Anästhesisten abgesprochen, was ich für eine Narkose machen will, was ich mir vorstelle, auch was ich natürlich an Medikamenten habe. Hatte mir für eine IV-Narkose entschieden mit einem starken Schmerzmittel, Fentanyl, Relaxation und Antibiose, genau wie man das hier auch macht. Dann muss man natürlich genau besprechen, wann fange ich an und wie ist die Zeitverschiebung. Was habt ihr für eine Zeit, was haben wir für eine Zeit, in welcher Zeitzone befinden wir uns auf der Erde? Der Kapitän hat das Schiff in ein schönes, ruhiges Gewässer gelegt. Dann musste aber erstmal die Datenleitung aktiviert werden. Und das, was Herr Professor Brinkmann vorhin ja schon erzählt hatte, das sind ganz erhebliche Datenmengen, die da gefordert werden, die dann aufgebaut wurden. Es wurden sämtliche anderen Datenleitungen blockiert. Alles das, was die Forschung braucht, sonst an ihren Datenleitungen, ging in diesem Zeitraum nicht, weil das alles für uns gebraucht wurde. Ich habe dann zuerst mal den OP-Tisch aufgebaut und den ganzen OP gerichtet. Dann erst haben wir den Patienten geholt, Narkoseeinleitung, so wie man das immer macht, mit Atropin vorneweg intubiert, dann waschen und abdecken. Und dann hatten wir im OP einen telefonischen Dauerkontakt. Das hat der Fahrtleiter übernommen, der stand dann im OP am Telefon. Und die Schiffsschwester, eine Schiffsschwester ist mit an Bord, die hat am Kopf gesessen und hat die Narkoseüberwachung dann während der Operation gemacht. Das sind die aktuellen Daten von der Operation. Jeder, der Medizin weiß, weiß, dass das beruhigend ist, wenn man das sieht. Pulsfrequenz von 66, Sauerstoffsättigung von 100 und vernünftiger Blutdruck. Damit kann man in Ruhe dann auch weiter operieren, wenn man sowas sieht. Und diese Daten werden dann per Satellit und mit speziellen technischen Einrichtungen hier ins Krankenhaus Reinkenheide geschickt. Und der Anästhesist kriegt also dieses Bild hier rübergeliefert, nahezu in Echtzeit, und kann dann per Telefon sagen, gib von dem noch ein bisschen mehr oder von dem noch ein bisschen mehr. Und dem Fahrtleiter habe ich immer gesagt, wie weit ich im Operationsverlauf bin. Der Bauch ist auf, der Bauch ist wieder zu, die Haut ist zu, je nachdem, was so wie halt eine Operation abläuft, wie man sonst auch im OP macht. Da der Fahrtleiter nicht aus der Medizin kam, musste man natürlich deutlich sprechen, damit dann auch keine Verständigungsprobleme auftreten. Das war das Präparat. Eine histologische Untersuchung haben wir in diesem Fall unterlassen. Ich denke, es war auch eindeutig. So sieht das dann aus. Da lag dann der Patient ich habe es dann Klinik-Eisbergblick genannt. Am nächsten Morgen, nachdem wir durch den antarktischen Sund gefahren waren, als wir fertig waren, sind wir natürlich weitergefahren.
in die Forschung hinein. Nach etwa 5 Tagen ist er wieder in seine Kammer hochgegangen und nach einer guten Woche hat er dann auch wieder gearbeitet, aber ohne schwer zu heben. Und dafür sind ja genug Menschen dann auch an Bord und die Kooperation ist grandios gut auf diesem Schiff. Jetzt gibt es aber sehr schöne, für mich sehr schöne Nebenwirkungen, wenn man so ein Schiffsarzt ist. Man darf da jederzeit überall hingehen, außer in den Maschinenraum, aber auch auf die Brücke oder zu den Wissenschaftlern. Und ich denke, das ist ja der eigentliche Auftrag von Polarstern, nämlich die Forschung. Und dazu will ich Ihnen hier noch ein bisschen was erzählen, das kann ich Ihnen nicht vorenthalten, zumal es auch von Ihren Steuern mitbezahlt wurde. Also das erste Gebiet ist mal hier von den Inseln des Kotia-Bogens. Da wurde dann gefischt. Sie sehen hier das lange, lange große Fischernetz, was hinter dem Schiff hergezogen wird, wird dann eingezogen. Der Knoten wird geöffnet und dann entleert sich dort eine Pracht von Meereswesen, was wirklich überwältigend ist. Bitte denken Sie immer dran, wir reden hier immer von der sogenannten lebensfeindlichen Antarktis. Ich habe diesen Begriff für mich inzwischen gestrichen. Man muss immer fragen, für wen. Dieser Fang wird dann verteilt an die einzelnen wissenschaftlichen Arbeitsgruppen. Das sind hier zum Beispiel Kaltwasserkorallen in Größe und Form und fantastisch. Es gibt auch ganz weiße dazu. Das ist der legendäre Eisfisch aus der Antarktis. So bleich und durchscheinend sieht er aus, weil er kein Hämoglobin hat und kann sich deswegen auch nicht schnell als Raubfisch fortbewegen. Das ist eine Leber von einem sezierten Fisch. Das war notwendig, um DNA zu bestimmen für eine bestimmte Arbeitsgruppe. Das ist ein sogenannter Quadratfisch. Wenn man den zwischen den Fingern hält und rollt den hin und her, ist wirklich wie ein kleiner Würfel, so dreht er sich hin und her, wie ein S, wirklich quadratisch in seinem Körperbau. Hier wird aus einem, ich nehme an, ein Marmorbarsch, wird ein Otolith entnommen, also hier so ein Ohrsteinchen zur Altersbestimmung von dem Fisch. Krill, in der Antarktis gibt es Krill natürlich, den darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Und Borstenwürmer, das war eine chilenische Arbeitsgruppe, die arbeitet mit Borstenwürmern. Und wenn dann das alles wissenschaftlich verwertet war, wurden die Fische weiterhin filetiert und dann auch gebraten. Und die Abfälle gingen über Bord und dort warteten schon die Albatrosse und auch die Sturmvögel und kämpften um die Reste, die dann übrig blieben. So, und dann ging die Tour weiter. Hier, wir sind dann hier runtergefahren an diese östliche Seite der antarktischen Halbinsel. Ein ganz besonderes Forschungsgebiet des Alfred-Wegener-Instituts. Larsen A und Larsen B heißt das. Sie sehen auf diesem Bild hier, wie die Eisbedeckung, das ist hier das Festland von der Halbinsel, und die Eisbedeckung war 1995 bis hierher ausreichend. Dann gab es 2002 diese heftigen Schelfeisabbrüche, groß und ging auch durch alle Zeitungen, dann kurz nacheinander, sodass diese ganze Bucht jetzt hier frei war. Um sich die Größe mal vorzustellen, das ist etwa die Projektion auf eine Landkarte von Deutschland, damit man in etwa weiß, in welchen Größen bewegen wir uns hier und was ist da wirklich passiert. So sieht es dort aus, wenn man nach Larsen A kommt. Das ist hier das Festland und hier diese fallende Winde herunter, eine wunderbare, traumhaft schöne Landschaft. Und hier vorne, wo Wasser ist, da war früher alles Eis. Und das ist jetzt das Gebiet gewesen, was die Biologen interessiert. Was tut sich da in dieser Gegend? Und es wurde das ROV, Remote Operative Vehicle, also ein Unterwasserfahrzeug, hier zu Wasser gelassen. Da schwimmt es noch und dann geht es runter und bringt also traumhafte Bilder vom Meeresgrund mit. Das Gerät arbeitete so etwa in 170, 180 Meter Tiefe. Sie haben -2 Grad Wassertemperatur und relativ hohen Salzgehalt. Und Sie sehen hier, wie diese antarktischen Fische, das ist ein Marmorbarsch, auch sitzt. Der sitzt in einem Glasschwamm.
und wartet drauf, dass da irgendwas zu fressen vorbeigeschwommen kommt und dann kommt er da raus. Das gleiche hier der Eisfisch, der ist gerade rausgekommen aus seinem Schwamm, der saß hier drin. Die können, weil sie kein Hämoglobin haben, kriegen die nicht schnell genug den Sauerstoff in ihre Muskulatur und deswegen können die nicht wirklich jagen. Hier sehen Sie so Hornkorallen hier überall, das sind Moostierchen, kleine Schwämme noch dazu und das sind Glasschwämme. Die interessiert sich insbesondere auch eine Forscherin am Senckenberg-Institut hier in Frankfurt. Das sind rudernde Haarsterne, die einem da entgegenkommen. Die rudern mit ihren 15 oder 20 Armen ganz heftig. Leuchtgarnelen da oben sieht man dann. Und das sind Schwämme der verschiedensten Sorten hier. Große Glasschwämme, kleinere Schwämme. Lollipop-Schwamm heißt der hier. Das sind wieder Korallen dann dazwischen. Es sind alles Tiere. Das musste ich auch mühsam lernen. Hier riesige Hornkorallen, die hier wachsen, da drauf ein Schwamm und der besetzt mit großen Sternen hier und Schlangenstern daneben, Haarsterne dabei, hier unten auch wieder was Schwammartiges. Also ein pralles Leben unter Wasser. Seestern frisst Seegurke. Eine große Krake, ein Riesenhaarstern hier, dazu ganz viele Kaltwasserkorallen auch, Moostierchen hier vorne. Dann werden auch Proben entnommen mit diesem Gerät, auch das ist möglich, hier an den Glassternen. Da hinten sieht man einen sogenannten Röhrenwurm, diese Fächer, die, was so aussieht wie in so einem Palmendach, das sind die Würmer, die können eingezogen werden dann bei Gefahr. Und hier ist eine Hornkoralle, besetzt mit Asseln und wieder großen Haarsternen. So, und dann waren wir von da aus, sind wir dann hier entlang der Eiskante weitergefahren. Man sieht also, das Schiff brauchte auch einige Zeit. Zum Kap Norvegia, das ist in der Nähe der Neumeier-Station. An der Eiskante hier ist das Weddellmeer, das erstreckt sich etwa hier runter. Und das war relativ weit noch eisbedeckt. Aber man ist ja mit dem Eisbrecher unterwegs und dann sucht sich Polarstern in der Nacht den Weg durch das Eis. Und da war dann eben Zeit auch, dass die Ungetauften getauft wurden. Neptun kam mit Thetis an Bord. Und dann kamen wir an am Kap Norvegia. Das ist eine Gegend, wo der Wirbel im Weddellmeer sonst die Eisberge so im Kreis herum dreht. Aber hier ist so eine Stelle, wo relativ wenig Strömung ist. Und dann stranden dort sehr viele Eisberge. Oder sie sind auch so tief, dass sie auf Grund auflaufen und sitzen fest. Auf diesem Bild sieht man dann zusätzlich noch das sogenannte Meerrauchen. Hier hinten dieser Nebel, der hier vor dem Rieseneisberg ist. Wir hatten Außentemperatur von etwa minus 22 Grad, eine Wassertemperatur von minus 2 Grad und dann kommt dieses Meerrauchen so zustande. Vielleicht ein Größenverhältnis, diese zwei kleinen Punkte hier sind Pinguine, Kaiserpinguine von etwa 1 Meter Größe, die da unterwegs sind. Dann können Sie sich vorstellen, wie hoch diese Tafeleisberge hier sind. In der Antarktis sind die Tafeleisberge die typischen Eisberge. Man sieht also die Größe der Eisberge und überlegen Sie sich, das ist vielleicht ein Siebtel von dem, was rausguckt. Schätzen Sie mal so um die 45 Meter hoch und dann können Sie sich überlegen, wie tief das noch nach unten geht, was das für Massen sind. So, und dann ist dort ein Gebiet, da hat das Alfred-Wegener-Institut vor etwa 7 Jahren ganz gezielt nachempfunden, die Eisbergkratzer am Meeresgrund hier, wenn die da über den Grund kratzen und haben da den Kratzer gemacht und gucken jetzt, wie wird das wieder besiedelt, wie schnell geht das. Und hier beginnt es, da sind die ersten Schlangensterne, da ist schon ein Haarstern, da ist nochmal ein Schlangenstern, aber ansonsten ist es doch eine ziemliche Wüstenei noch dort. Aber gleich nebendran ist dann auch wieder das pralle Leben, wo eben nichts zerstört worden war. Hier wieder der Riesenglasstern mit den Haarsternen dabei
und auf einem großen Stein sitzend. Das ist eine Hornkoralle, die von einer Seespinne gefressen wird. Und was dieses ist, konnte mir bislang kein Biologe beantworten. Man weiß es bislang nicht. Und ich kann es Ihnen deswegen auch nicht verraten. Dann kam noch zusätzlich Versorgung von Neumayer Station und vorab ein Fluch über die Schelfeiskante hier, um zu gucken, wo ist ein guter Anlegeplatz für das Schiff. Dann sieht man die deutsche Neumayer Station, die ist ja erst vor wenigen Jahren gebaut worden, dort im Schelfeis. Das heißt, alles ist hier schwimmendes Eis über dem Wasser, wo wir uns da befinden, und da ist auch die Neumayer Station. Ist deswegen von der Bautechnik her ganz interessant, weil die erste solche Bauweise jetzt in der Antarktis so stattgefunden hat. Es gibt da noch für die Architekten kein festes Konzept, wie man denn da bauen sollte. Hier vorne, diese Klappe, ist der Eingang in die Fahrzeughalle. Bei Wind- und Schneesturm wird die dann zugemacht. Und wenn man dort hinunterläuft, dann sieht man hier unten in der Fahrzeughalle, das ist in Schnee geschnitten, richtig an eine Schneewand. Und da stehen die kleinen Skidus mit ihren Schlitten dran. Und die Station steht auf diesen hydraulischen Füßen. Und die werden einmal im Jahr alle angehoben, richtig hydraulisch eingezogen, dass die Bodenplatte hochgeht. Dann wird Schnee darunter gestopft, einen Meter etwa. Und wenn alle Füße so gleichzeitig hochgestampft sind, dann wird die Hydraulik wieder ausgefahren und die Station ist ein Stück angehoben worden. Das ist eine neue Technik, die jetzt Deutschland da gemacht hat. Und da wartet man jetzt drauf, wie wird sich das bewähren langzeitig auch. Derweil waren wir am Schiff beschäftigt und haben das, was in der Antarktis nicht mehr gebraucht wird, eingeladen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn in so einem Schiffsbauch so ein ganzer LKW verschwindet. Und das Schiff wackelt nicht mal dabei. Das ist immer faszinierend. Und so sieht es dann aus, wenn Polarstern an der Schelfeiskante liegt hier. Da gibt es ja keine Kaimauer und keinen Hafen und nichts. Ein bisschen was von den Lebewesen noch dort. Eine Robbe sonnt sich da im Mittagsschlaf. Natürlich Kaiserpinguine, die jetzt im Sommer im Meer sind, die brüten ja erst im Winter und natürlich jetzt sich dick und fett fressen müssen. Das sind noch ein paar sehr schöne Eisberge. Hier hinten sieht man das Schelfeis, also das schwimmende Eis, was irgendwann dann abbricht und wird auch zu einem Eisberg. Hier vorne ist schon ein Eisberg. Sie sehen auch die Jahresringe darin von den einzelnen Schneezuträgen. Also da können Sie auch ermessen, was für Zeitabläufe hier stattfinden. Da ist unser Leben oder unser Dasein ja wirklich nur mal so ein Handgriff. Ein grüner Eisberg, eine Rarität überhaupt. Die Glaziologen wissen immer noch nicht, wie die entstehen, wie die auch zu dieser Form kommen und auch zu dieser Farbe. Sind ganz selten, und selbst die, die häufig schon mit Polarsternen unterwegs waren und die ja nun unzählige Eisberge gesehen haben, sagen also, das ist eine Rarität, die sieht man alle 5 Jahre vielleicht mal einmal. Noch so ein ganz großer Eisberg wieder, da hinten das Schelfeis. Und dann endete die Reise in Kapstadt, wie Sie unschwer erkennen. Und ich danke mit dieser Nesselblume, mit Asseln besetzt, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank, Frau Dr. Stübel. Ich denke, dass in der Diskussion sowohl Fragen zur Telemedizin als auch zu Antarktis-Expeditionen erlaubt sind. Und ich glaube, wir haben hier eine große Breite, die Sie sicherlich stark interessiert. Wer möchte denn von Ihnen starten? Wer traut sich? Frage. In Bezug auf Qualitätsmanagement und Zertifizierung der Telemedizin, welcher Weg wird da eingeschlagen, um nachvollziehbare und einheitliche Regeln für alle Beteiligten aufzustellen? Das ist ja gleich eine ganz schwere Frage am Anfang. Gibt's so einfach nicht. Ich hatte ja Teleradiologie genannt. Wenn man die primäre Teleradiologie zur Befundung hat,
Dort gibt es halt Regeln, die überprüft werden in der Tat. Bevor man sowas machen darf, also wir jetzt mal einfach für irgendwen mitbefunden, müssen wir einen Antrag stellen, der von den Aufsichtsbehörden gewürdigt wird. Da gibt es eine Liste, 16 Punkte, die sie erfüllen müssen. Interessanterweise ist das, was die Anforderungen der Beteiligten, sowohl der medizinisch-technischen Assistenten als auch der Radiologen anbetrifft, schwieriger und höher als das, was man im Haus braucht. Also das ist geregelt. Da gibt es dann auch Vorschriften, dass man überprüft, wie gut ist die Verbindung, dass jedes Mal, wenn man das nutzt, geprüft wird. Da gibt es Vorschriften, was die Monitore angeht, etc. Für die Systeme der Kardiologie habe ich jetzt so nichts gelesen. Also das ist, würde ich sagen, derzeit noch etwas im Fluss. Okay, zweite Frage. Die dezentralisierte Einstellung, sprich auf Länderzuständigkeit, ist hier auch der Bund mit dem BBK irgendwo mit im Boot in Bezug auf Notfallversorgung für die Bevölkerung? Ist da was in Planung, um das auch in diesem Sinne auszuweiten? Sie haben gut aufgepasst und es gab einen Begriff, den ich nicht erwähnt habe. Es war die Gesundheitskarte. Wenn Herr Baumgärtner vielleicht noch mal gerade jetzt umschalten würde oder könnte, habe ich natürlich noch zwei Folien vorbereitet zur Provokation. Und ich bin da vielleicht nicht ganz neutral. Und ich würde sagen, die Gesundheitskartendiskussion hat uns in Deutschland nicht vorangebracht. Die gibt es seit gut 12 Jahren. Und da gab es tolle Konzepte. Danach müssten wir jetzt vor Österreich und vor Schweiz liegen. Wenn Sie das angucken, da gibt es zwar jetzt Aufträge, die vergeben sind. Wir wissen, dass gesetzlich Versicherte seit 8 Tagen einen Ausweis brauchen, der das erfüllt. Aber was können Sie mit dem Ausweis? Das Bild ist das, was neu drauf ist. Es ist keine Signatur drauf, die man bräuchte, um sicher kommunizieren zu können. Es ist, glaube ich, auch noch kein Notfalldatensatz drauf. Es gibt zwar dazu Überlegungen. Vieles ist unklar. Und wenn man dann die zweite Folie dazu sieht, das hat dann Zeit online, teuer, nutzlos, unsicher. 700 Millionen haben wir dafür inzwischen ausgegeben. Sagt man. 150 oder 159 Millionen alleine für den Kartenkram und Lesegeräte etc. Und wir haben eigentlich, ich würde sagen, relativ wenig zu dem, was man braucht. Sprich, wir ärgern uns immer noch mit CDs. Wir können keine Laborwerte bundesweit kommunizieren. Wir haben keine Arztbriefe, die durchgehen. Wir haben auch keine E-Rezepte und werden das auch im nächsten Jahr nicht kriegen. Das hängt ein bisschen, denke ich, mit unserer politischen Einstellung zusammen. Der Bund sagt zwar, macht man die Gesundheitskarte und delegiert es an die verschiedenen Gruppen, Krankenkassen, die es Geld haben, aber eigentlich nicht richtig wollen. Wir Ärzte sind auch nicht ganz schuldlos. Da gibt es die verschiedenen Gruppen bei uns ja auch. Jeder will halt seinen Kram haben. Es gibt keinen Konsens. Es gibt keinen Rahmen. Es gibt kein Investment. Kanada hat 1,2 Milliarden in eine E-Health-Infrastruktur investiert. England hat vor Jahren 10 Milliarden ausgegeben. Das war vielleicht zu viel. Da waren die ganzen großen Firmen, haben es abgegriffen. Und die sind dann auch nicht in der Lage gewesen, ihre Bilder digital zu verteilen, weil irgendwie die Firmen doch nicht zusammengepasst haben. Es ist immer so ein Spiel. Also ich glaube, wir kranken daran, zu viele Mitspieler, zu wenig Konsens, was wichtig ist. Und so ein, ja, man braucht erstmal eine Infrastruktur. Ohne Autobahnen braucht man auch nicht über schnelle Autos reden. Gut, danke schön. Also ich hätte eine, sagen wir, arbeitsmedizinische Frage. Wenn jetzt ein Experte, ein Radiologe oder ein Pathologe jetzt Befunde erhebt, die oder Befundungen macht, die für verschiedene Krankenhäuser und verschiedene Stellen. Also bei einem, sagen wir mal, 8-Stunden-Tag, wie viele Befundungen maximal kann der Experte leisten? Zum Beispiel Sie als Radiologe, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, einen 8-Stunden-Tag haben, wie viele Befundungen maximal würden Sie machen wollen? Auch das ist eine gute, aber schwierige Frage.
Dann müssen wir erstmal definieren, wie sieht der Mix aus der Befundungen, die ich machen soll. Sind es nur Standard-Thoraxaufnahmen? Präoperative Thoraxaufnahmen haben wir nicht mehr, aber wo man dann schon vorher, ohne das Bild anzugucken, einen Befund schreibt und trotzdem statistisch ein gutes Gesamtergebnis hätte, das ist jetzt etwas salopp formuliert. Ich glaube, es ist schwer zu beantworten, ob es da jetzt und welche arbeitsmedizinischen Studien dazu vorliegen. Ich glaube, dass es zwischen Teleradiologen und normalen Radiologen da gar keinen Unterschied gibt. Es ist die Frage, wie lange kann man konzentriert arbeiten? Und da gibt es ja Empfehlungen, dass man nach allen 20 Minuten oder 2 Stunden spätestens Pausen braucht und die Abwechslung entscheidend ist. Wir haben ja in Deutschland Gott sei Dank nicht das Modell wie in den USA, dass da die Leute in ihrer Kammer sitzen und 80 Thoraxuntersuchungen nacheinander wegbefunden und sonst niemanden sprechen. Das wäre für mich ein Albtraum. Befundungen haben, weil Sie ja nicht nur, Entschuldigung, also Sie würden ja dann bei der Telemedizin nicht nur die Befundungen machen, die jetzt für Mainz relevant sind oder für die Uniklinik Mainz, sondern Sie als Experte würden jetzt von, jetzt Fragezeichen, wie vielen anderen Krankenhäusern Befundungen machen. Also was ist da die Grenze? Das ist eine Frage, die muss man dann Arbeitsmedizinern geben. Ich kenne dazu jetzt keine Aussagen. Also da muss man dann in der Tat sagen, was sind das für Untersuchungen? Sind das einfache CT-Untersuchungen? Wie ist der Patientenmix? Das kann man nicht so banal sagen. Wenn das Patienten sind, die mir Professor Junginger schickt, dann wäre ich nach 3 wahrscheinlich schon gefordert und bräuchte die erste Pause. Das nicht bitte ich um Verständnis, kann man nicht so einfach. Nicht wegen sondern wegen mir, nicht? Nein, das ist eine herausfordernde Fragestellung immer gewesen. Das, wo meine ich das? Wo man dann vielleicht sogar mal was nachlesen will. Also es gibt wohl schon 70, 80 Untersuchungen am Tag, die dann von einem befunden werden können. Das sind wohl schon Zahlen, die akzeptiert sind. Aber das hilft nicht viel, so eine Zahl. Bevor ich jetzt das Mikrofon sofort nach oben weitergebe, eine ganz kurze Folgefrage von meiner Seite. Wie weit ist eigentlich bei Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit die Diagnostik und die Kommunikation mit Kollegen wie Herrn Junginger eigentlich mit Ihrer eigenen Arbeit verbandelt? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass genau dies bei einer Befundung doch elementar ist, oder? Ja, das ist ja das, was wir auch natürlich in so einer Klinik schätzen. Und es gibt aus, ich glaube Seattle war es, Amerikaner, die das untersucht haben. Sogar Amerikaner haben festgestellt, dass sie nur 36% ihrer Arbeitszeit tatsächlich befunden. Und der Rest ist Kommunikation, Patientenmanagement etc. Ich glaube, es kommt ganz gut hin in so einer Klinik. Das ist in einer Praxis schon wieder anders. Der Praxisradiologe wird viel mehr mit Patienten direkt reden. Der redet mit jedem, wenn er das so betreibt vielleicht. Und dafür hat er keinen Kontakt mit einem Chirurgen und wieder eine andere Zusammensetzung. Bei der Fahrt des Forschungsschiffes ist da immer ein Arzt oder Ärztin anwesend? Ja, nach dem deutschen Seerecht muss ab einer Besatzung, ich glaube von über 20 Menschen, muss ein Arzt Vollzeit da sein. Ansonsten haben die nautischen Offiziere eine relativ gute medizinische Ausbildung. Und in Cuxhaven gibt es ja so einen Anrufdienst, dann, wo die Nautiker dann Unterstützung kriegen. Nein. Das ist offen, was die einzelnen Nationen nehmen. Das Alfred-Wegener-Institut hat sich hier für einen Chirurg entschieden. Das machen sie auch bei der Besetzung von der Neumayer-Station, weil die Leute vorher eigentlich so gründlich untersucht sind, wie ich noch nie untersucht worden bin. Ich habe ja auch überwintert das Jahr 2000 an Neumayer 2 damals noch. Und ich bin nie so gründlich untersucht worden wie vor diesem Einsatz, ehe ich da überhaupt den Arbeitsvertrag gekriegt habe. Das heißt, man schickt gesunde Leute hin und was dann passiert, sind ja meistens dann Unfälle. Und dafür ist ein Chirurg einfach besser geeignet als ein Internist, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst. Wie lange ist das Einsatz auf dem Schiff und vor allen Dingen auf der Station? Dem Eis. Die Schiffseinsätze gehen immer so etwa zwischen 10 bis 12 Wochen. Ja, solange ist das Schiff unterwegs, dann muss es auch mal wieder tanken irgendwann. Und die Überwinterung, die geht 14 Monate an der Neumayer Station. Bei der routinemäßigen externen Befundung, gibt es da klinische Angaben zu dem entsprechenden Fall? Und wenn ja, gibt es da Regeln, was die klinischen Angaben enthalten müssen? Ja, da gilt, also wir reden jetzt über Deutschland und Teleradiologie in Deutschland. Da gilt das, was für uns auch normal gilt.
Die Röntgenverordnung setzt ja voraus, dass der Radiologe sich schlau macht, um welches medizinische Problem es eigentlich geht. Und für die Teleradiologie ist ganz klar vorgeschrieben, es muss erst per Fax oder wie auch immer die klinische Anforderung übermittelt werden, aus der hervorgeht, warum man eine Untersuchung braucht und der Teleradiologe festlegen kann, wie diese Untersuchung zu erfolgen hat, ob Röntgen, CT mit oder ohne Kontrastmittel. Also das ist wie im Alltag. Das ist in Deutschland relativ gut geregelt. In den USA, ich hatte ja dieses Beispiel gezeigt mit dem 400 verschiedene Krankenhäuser, die untersuchen halt und schicken dann das Bild, wenn es gemacht ist, zur Befundung. Anderer Ansatz. Ich habe mal eine gemeine Frage. Das Recht spielt uns ja auch immer mit im Rücken und spuckt uns in die Suppe. Wie sieht es denn da bei der Telemedizin aus? Es ist ja, Sie sagten ja eben auch, Herr Professor Brinkmann, wir haben ja auch immer noch das Problem der Kommunikation. Da gibt es eine technische Seite und da gibt es auch eine menschliche Seite. Und wenn ich jetzt mal so zuhöre, der Kliniker ist am Patienten, der hat auch den klinischen Befund, der Radiologe braucht den auch. Und man muss ja alles zusammentragen, um eigentlich eine valide Information über das zu bekommen, was mit dem Menschen tatsächlich ist, den wir behandeln wollen. Denn wir behandeln ja immer noch den Menschen und nicht das Bild oder nur bedingt das Bild. Ist da schon eigentlich was bekannt geworden, ob das haftungsrechtliche Konsequenzen gehabt hat? Wie sieht es mit der Aufklärung aus? Müssen Sie Ihre Patienten vorher darüber informieren und um Einwilligung bitten, dass ein fremder Kollege, eine fremde Kollegin sich damit einmischt? Und wie sieht es vor allen Dingen aus, wenn das über internationale Grenzen gehen sollte, wo das deutsche Datenschutzrecht nicht gilt? Ja, also unsere Bilder werden nicht so schnell in Indien befundet werden. Das wissen Sie nur nicht, ja? Wo die Bilder nachher hingehen. Muss man, kann man nochmal in Frage stellen. Juristisch ist es, glaube ich, in Deutschland für die Radiologie relativ gut geregelt. Das sind in der Tat hohe Anforderungen. Also der Teleradiologe braucht zum Beispiel die volle Fachkunde. Das heißt 3 Jahre Ausbildung. Der Radiologe, der Nachtdienst hier bei uns macht und alles für den Chirurgen, für den Neurochirurgen befunden darf, kann mit 1,5 Jahren aktiv werden. Also das ist von der Seite her schon besser. Der Patient muss im Prinzip informiert werden und einwilligen. Wenn der Patient das jetzt ablehnt, in einem dezentralen Krankenhaus teleradiologisch betreut zu werden, muss er sich überlegen, was das für Folgen hat. International, ich hatte es ja kurz angesprochen, ich denke, ich war jetzt ja auch nicht nur positiv, was die telemedizinischen Entwicklungen angeht, dann wäre ich falsch verstanden worden. Habe, glaube ich, ein paar Anwendungen gezeigt, aber nicht alles jetzt Ihnen in Anführungsstrichen verkaufen wollen. Und habe ja auch gezeigt, dass gerade die Europäische Röntgengesellschaft dort sehr akribisch guckt, was passiert. Was sind die Rechtsbeziehungen? Ist es ein Business-to-Business oder hat der Patient noch eine Rolle? Und dass genau diese Forderungen versucht werden einzubringen. Und die Europäische Kommission ist da aktiv und da gibt es Forschungsprojekte, EPSOS heißt das, es gibt verschiedenste EU-Projekte. Da geht es um medizinische Basisdatensätze, wenn Bürger international reisen, dass dann zugegriffen werden kann. Da werden Millionen investiert und es sind auch schon 2 reale Patienten in Spanien unter diesem Konzept betreut worden. Wenn die EU sich darum kümmert, das hat immer verschiedene Effekte, weil diese internationalen Beziehungen, das ist der Hebel, damit die EU sich überhaupt mit Gesundheitspolitik beschäftigen darf, weil Gesundheitspolitik nationales Recht ist. Und da muss man aufpassen. Datenschutz ist zurzeit zum Beispiel ein Thema, was auch in der neuen Richtlinie in Überarbeitung ist und die intensiv diskutiert wird, wo dann die Frage ist, wo bleibt die Medizin, weil die nicht gesondert erwähnt ist. Und ich glaube, die Gesundheitsrisiken oder die Risiken von Technologie und Gesundheitsdaten im Internet, weiß ich nicht, ob Sie vielleicht noch ein Statement dazu geben wollen. Ich bin natürlich glaube, man hat auf der einen Seite viele Chancen. Und ich warte auf den Fall, wo mal ein Patient klagt, weil seine Daten nicht kommuniziert wurden. Wir sind im Datenschutz sind wir ganz groß. Aber wir diskutieren nicht darüber, was ist durch das Verhindern von Datenkommunikation an Effekten eingetreten. Dass wir einen guten Datenschutz brauchen und dass Autorisierung
und Zugriffsprotokollierung sein soll, all das ist ja völlig unbestritten. Das will ja, wenn man selbst betroffen ist, man nicht anders haben. Aber dass es überhaupt nicht geht und verhindert wird, das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Vielleicht darf ich meine persönliche Meinung auch dazu lassen. Also ich denke, dass die Chancen der Telemedizin viel größer sind als die Risiken des Datenschutzes, wenn man es richtig angeht. Auf der anderen Seite sehe ich hier das Risiko, dass man natürlich auch, wenn man den Datenschutz zu Beginn schon an die Seite schiebt, Türen öffnet, die ganz weit aufgehen mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern mit der Diskussion der Maut. Es wurde mal ganz klar festgelegt, dass diese ganzen Mautstationen, die Sie auf der Autobahn sehen, nur für einen Zweck da sind. Und genau für einen Zweck, nämlich um die LKWs abzukassieren. Mittlerweile ist das im Rahmen der Sicherheitspolitik verschoben worden. Jetzt wird nämlich gesagt, ja, wenn es aber ein wirklich schlimmes Verbrechen ist, dann müssen wir auch auf die Mautdaten zurückgreifen können. Und ich gebe sogar recht, ich finde das gar nicht mal so schlimm. Die Frage ist nur, was ist ein schlimmes Verbrechen? Und genauso kann ich argumentieren, dass wenn doch die Daten bei der Krankenkasse über jede Person schon vorrätig sind, warum darf nicht auch irgendwo jeder Arbeitgeber, der ja irgendwo auch ein berechtigtes Interesse hat, mal drauf zugreifen? Und ich sag mal, es ist ein sehr grauer Bereich, wo man aufpassen muss, dass man nicht durch Überregulation im Datenschutz Chancen verhindert und genau wie Herr Mildenberger sagt, eventuell auch Leuten das Recht aufs Leben nimmt, um es ganz brutal auszudrücken. Auf der anderen Seite bin ich auch ein großer Freund der Selbstbestimmung meiner eigenen Daten. Und dieses Vabanspiel zwischen diesen beiden Aspekten halte ich für schwierig und herausfordernd. Und manchmal, muss ich sagen, verstehe ich auch, dass der Datenschutz zumindest Dinge verzögert, dass man sie durchdiskutiert hat. Ja, nichts gegen Datenschutz, aber wir haben ja die Effekte der Überregulierung. Die Österreicher haben ein Gesetz gemacht, das auch lange und intensiv diskutiert wurde. Da ist ein Opt-out-Modell gewählt worden. Wer nicht elektronische Gesundheitsakte haben will, muss halt aktiv seiner Krankenkasse oder wem auch immer sagen, ich bleibe außen. In Deutschland haben wir halt nichts in diese Richtung. Und dann haben wir Effekte wie Dr. Ed aus London, wo deutsche Ärzte das dann halt auch anbieten, unkontrolliert über andere Wege. Ob das besser ist, ist zwar datenschutzgerecht. Ich habe eine letzte Frage an Frau Dr. Stüwe. Es war ein Glück, dass Sie an Bord waren und es war wahrscheinlich auch ein Glück, dass Sie so eine gute Ausbildung hatten. Gab es denn Alternativen, wenn eine, sagen wir jetzt, wäre ein Kardiologe an Bord gewesen, der ja gar nicht mal weiß, was ein Blinddarm ist? Was wäre dann für Alternativen gewesen? Also in dem Bereich da an der antarktischen Halbinsel sind ja sehr, sehr viele Stationen, internationale Stationen. Ich hatte auch kurz mit dem Patienten besprochen, ob man ihn ausfliegen soll zu einer Station. Da ist Argentinien, Brasilien, die ganzen südamerikanischen Länder haben da ihre Stationen, weil sie einfach leicht erreichbar sind. Bis nach Punta Arenas ihn zu fliegen, ist wetterabhängig über die Drake-Passage. Das kriegt man so schnell nicht hin für eine Appendektomie. Der Kardiologe hätte den wahrscheinlich mit Antibiose ins Bett gelegt, möchte ich mal annehmen. Das wäre vielleicht ja auch gut gegangen, das muss man auch mal so sagen. Und ich für meinen Teil hätte ihn, wenn ich nicht diesen in Narkose mit Betreuung gehabt hätte durch den Anästhesisten in Bremerhaven, hätte ich ihn in örtlicher Betäubung operiert und dann mit Dormicum-Tropf dazu und keine Narkose gemacht. Weil da muss ich ehrlich sagen, da fühle ich mich überfordert, sowohl zu operieren und auch noch die Narkose voll im Auge behalten. Also dann, Sie haben ja nur die Schwester, die da ist, die natürlich hoch engagiert ist und auch gutes Wissen hat. Aber letzten Endes muss ich den Kopf hinhalten. Okay. Ja. Ja, dann sind wir am Ende. Ja, dann bleibt mir nur drei kleine Dinge zu sagen. Erstmal vielen Dank an die Referenten. Berufspolitischen Dingen, man merkt es aus ihrer Persönlichkeit, nicht? Also sie steht hin, sie sagt schon, was sie meint und denke, darum sind sie auch Ehrenmitglied des Marburger Bundes.